Der Bewusstwerdungsprozess eines Menschen ist ein Selbsterkenntnisprozess. Es ist relativ einfach, wenn man einmal verstanden hat, dass Bewusstsein eigentlich nichts zu tun hat mit Wissen als Ding an sich. Das ist immer wieder die erste Erkenntnis, ich erkläre es jetzt dem Bewusstsein, das mich erlebt. Es ist die Frage, was ist mich? Und wenn du meinst, du hast es verstanden, ich garantiere dir, du kannst es gar noch nicht verstanden haben, sonst würdest du jetzt dieses Video nicht anhören. Es würde gar nicht in dir auftauchen. Wenn du was verstanden hast, ist es abgeschlossen. Das heißt, das ist wie ein Lernprozess. Du hast irgendwann einmal verstanden, dass man nicht in die Windeln machen muss, sondern dass man die Freiheit hat, dass man bestimmt, wo man hinkackt. Das ist übrigens so eine kleine Metapher in den Lernprozessen. Wenn du festhältst an Wissen, das klingt jetzt, ist eine sehr grobe Metapher, aber die ist sehr treffend, dass unsere 3x3x3 Wachstumsstufen, die ich in früheren Videos, und früher meine ich nicht zeitlich vorher, das ist die Schwierigkeit, ich kann mit dir nur in deiner Logik kommunizieren. Ich erkläre es jetzt dem Geist, der dieses Video erlebt, dieses Gespräch in sich auftauchend empfindet. Da kommt nichts von außen. Ich habe jetzt hier die Position schon umgedreht, weil deine normale Logik suggeriert dir, wenn du dir jetzt so mal eigene Gedanken machst, sag ich, schau in dir rein und dann frag dich, wo dieses Video jetzt herkommt. Und dann wirst du vollkommen programmiert sagen, ja, aus dem Internet. Aus dem Internet, nicht aus dem Außernet. Es steht und fällt alles mit der Erkenntnis der Vollkommenheit der Sprache. Und ich sage, das beginnt mit dem ersten und zweiten Gebot in dieser klassischen, ich nenne es einmal in der Bibel. BL heißt in mir, ist in Gott. Das ist wie ich dick, dass man das versteht. Und nichts macht blinder wie intellektuelles Wissen. Und da wollen wir jetzt etwas drauf eingehen. Das sind also Wachstumsstufen in dem Moment, wo du irgendwas verstanden hast. Wenn das abgespeichert ist, aber dann muss jetzt erst einmal der Lernprozess in dir auftauchen. Das heißt, du wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert und ich sage immer wieder auf der Bröselebene, damit meine ich, dass du als Mensch unter Menschen dich empfindest. Ich bin dieser Körper und in mir um mich herum tauchen andere Körper auf. Bitte folge meinen Gedankengängen, achte sehr genau darauf, was ich sage. Dieses Ich bin in diesem Moment an den Körper, der ich zu sein glaube. Das ist dieses Spiel, wo ich sage, du musst dich nur hinsetzen, die Augen schließen, an deinen Kopf denken und dann schaust du mal, wo die Sachen sind. Dann wirst du feststellen, du Geist hast dann den Eindruck, dass förmlich vor dir die zwei Augen sind. Die kannst du dann auch bewegen, aber du bist hinter den Augen. Du kannst mit der Hand, die du dir ausdenkst, auf den Schädel klopfen. Dann hast du das Gefühl, das Klopfen ist in dir. Oder 45 Grad da unten, dass du dich wirklich lokalisieren kannst, dass du im Zentrum, der wahrnehmende Geist, rot geschrieben ist im Zentrum dieses jetzt ausgedachten Kopfes. Das ist sofort nachvollziehbar und hundertprozentig sicher. Aber der Kopf existiert, der Schädel existiert nur, wenn du an den Kopf denkst. Du kannst jetzt an dein Zimmer denken, dann kannst du die Augen aufmachen, dann hast du vor dir Monitor jetzt und dahinter wahrscheinlich eine Wand. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, dass du bloß im Auto jetzt sitzt und die Tonspur dir anhörst. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich rede jetzt mal von dieser Standardprämisse, die wir setzen müssen. Und dann hast du, wenn du vor dir die Wand siehst, ist zwangsläufig auch ein hinter dir eine Wand. Und wenn du an den Boden schaust, dann ist eine Decke da. Du siehst immer nur eine Seite. Das ist das Prinzip mit Wellenberg und Wellendal. Und jetzt kommt das dein momentaner Glaube, dein Schwamminhalt, dich zwingt, ständig zwingt, dir suggeriert, auch wenn dir das nicht bewusst ist, das kannst du dir bewusst machen, dass du in dem tiefen Unbewusstsein lebst, dass du glaubst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Und das ist immer, wenn ich sage mir mal zwei verschiedene Arten von Informationen, ich wiederhole das immer wieder, du kannst dir bewusst machen, ob du jetzt eine sinnlich wahrgenommene Information betrachtest, ob du dich fokussierst auf deine sinnlichen Wahrnehmungen. Das wären jetzt zum Beispiel die Stimme, die du jetzt hörst, ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Es ist aber eine Information. Ich sage, es muss selbst nach deinem momentanen extrem fehlerhaften Glaubensprogramm, muss sich alles, was du erlebst, in deinem Gehirn befinden, sonst kannst du es nicht erleben.
Und dann hast du ein Erklärungsmodell, das natürlich nur in dem Moment existiert, wo du dir jetzt Gedanken darüber machst, wie das funktioniert. Aber das sind nicht deine Gedanken, also du denkst zwar die Gedanken, aber das Erklärungsmodell ist nicht dein eigenes Erklärungsmodell, sondern das äffst du schlichtweg und einfach nach. Du findest es in deinem Programm. Der Computer kann sich seine Programme nicht raussuchen und der normierte, normal normierte Trockennasenaffenmensch kann sich seinen Intellekt nicht raussuchen. Das nenne ich das Schwammbeispiel. Du hast dich voll gesogen mit einem gewissen Umfeld, mit Meinungen von Lehrern, von Eltern, von der Religion, von der Landessprache, das ist dein Programm. Also jetzt ausgedacht, man meint, ich habe das tausende Mal in Selbstgesprächen wiederholt, dass das irgendwann einmal verstanden ist und ich werde dir beweisen, würden wir jetzt auf der Brüssel-Ebene zusammen sein, nur 3 Stunden in deinen Äußerungen halte ich dich bei jedem zweiten Satz an und sagst, jetzt bist du wieder unbewusst. Holger, der ist mehr, jetzt ausgedachterweise, jetzt ausgedacht, mehr mit Udo zusammen. Es ist fast jeder dritte Satz, merkst du, glitscht wieder in die Unbewusstheit rein. Ja. Ja. Ich sage, man kann Schnickschnack-Geschichten sich erzählen, man muss es nur bewusst machen. Bewusstsein ist, dass dir jeden Moment bewusst ist, was du selbst bist und was deine Informationen sind. Diese Erkenntnis, ich bin immer an mir, hat sich noch nie irgendetwas verändert, seit ich. Und das ist das rot geschriebene Ich, ist ja dieses Nichts, dieses Nichtdenkbare. Ich kann jetzt das in Verbindung setzen mit meinem momentanen Blauen, nicht mit meinem Menschendasein. Aber es sind die simpelsten und einfachsten Sätze, die nicht verstanden werden, die auch nicht diskutierbar sind. Ich habe jetzt übrigens nicht kompliziert gesprochen, wenn du neugierig bist. Und das ist jetzt die Grundvoraussetzung. Ich weise immer wieder darauf hin. Und jetzt sprechen wir mal zeitweise auf der Brösel-Ebene. Brösel-Ebene ist dieses gewohnte Basic-Logik-Denken von Mensch zu Mensch. Dass wenn ich mir jetzt 2 Menschen ausdenke, ich kann einer davon sein, ich kann mich jetzt als einen Menschen denken, der sich mit einem anderen oder Mensch, meine ich jetzt natürlich immer wieder, Mensch siehst du ja nicht. Das ist auch so eine Erkenntnis bei Holofeeling. Eine schreckliche Erkenntnis, zeig mir die Weisen deiner Welt, die noch nie was von Holofeeling gehört haben und ich garantiere dir, dass du nicht einen einzigen finden wirst, der den Unterschied, definitiv den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper kennt, einer Person. Für den normalen Menschen ist der Gedanke an einen Menschen immer der Gedanke an einen Trockennasenaffenkörper. Und das klingt so simpel, das ist so elementar wichtig für deine eigene Freiheit, für eine Glückseligkeit, von der du überhaupt noch nichts weißt, Glückseligkeit, von der ich rede, diese rote göttliche Glückseligkeit, diese vollkommene Angstfreiheit und Lebensfreude, hat nichts zu tun mit dem Glück, das du kennst, das immer in Verbindung mit irgendeinem Reizauslöser, mit einer existierenden Information von dir in Verbindung steht. Ich rede jetzt extra mit einem Reizauslöser, mit irgendeiner Information, die in dir auftaucht. In deinem bisherigen Glauben meinst du, dass Informationen von außen kommen. Die meisten. Außer dir ist bewusst, dass ich jetzt das denke. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Schneewittchen oder grünen Maßmännchen, das sind meine Standardbeispiele. Wenn wir davon denken, ist uns vollkommen klar, wenn wir uns da mal Gedanken machen über den Hintergrund, dass da außen kein Schneewittchen gibt und auch keine grünen Maßmännchen. Aber wie sieht es aus, wenn wir von einem heliozentrischen Weltbild reden, von Atome und Protone reden? Von Australien, von den Kängurus in Australien oder von den Neandertalern in der Vergangenheit? Da sind wir hundertprozentig sicher, dass das da außen ist. Und ich sage immer wieder, Naturwissenschaft ist so unendlich blind machen mit ihren Axiomen und Dogmen, die hier glauben, dass das alles 100% sicher bewiesen ist. Man argumentiert dann eben mit den Axiomen. Es ist auch bekannt, dass man das in keinster Weise beweisen kann, das Axiom, aber es ist allgemein gültig. Es wäre ja total unvernünftig und unlogisch, wenn man das anders sehen würde. Dieser ewige Streit, Popper, über Idealismus und Materialismus, wobei das Wort Materialismus eigentlich schon in dem Sinn verkehrt ist. Popper nennt es in seinen Schriften, den ich mir jetzt übrigens wieder ausdenke, der nicht existiert, wenn ich ihn nicht denke, der nennt es Realismus. Da bin ich so oft drauf eingegangen, das Wort real, schon wenn ich das Wort real nicht richtig setzen kann. Was Realität bedeutet für den normalen Menschen nach Erziehung, ist Realität schlichtweg und einfach eine materielle Welt da außen, die auch dann existiert, wenn sie nicht ausgedacht wird.
Und prinzipbedingt kannst du das nicht überprüfen. Darum sage ich, Holofeeling unterscheidet sich zuerst einmal von allen diesen Glaubensgemeinschaften, ob die religiös sind, esoterisch sind oder naturwissenschaftlich, dass Holofeeling nur auf 100% sicher hier und jetzt sofort überprüfbaren Fakten aufbaut. Und ich sage, Richtig. alles, was wir nicht überprüfen können, setzen wir zuerst einmal als möglich. Aber bei genauen Abrastern stellt man zuerst einmal fest, dass dieses möglich kann man streichen. Ja, stimmt. Das ist am Anfang, das ist einer, der sich lange damit beschäftigt, wirst du feststellen, dass das wirklich das Gefängnis ist, in dem du dich einsperrst. Und da sich Stimmt. das Ganze ja nur um dich selbst dreht, die schöne Symbolik des träumenden Geistes oder des Computers, dass du zuerst einmal den Mut haben musst, Mut jetzt in der normalen Setzung, MUT, kann man rot und blau lesen. Dieses Hebräische ist ja das Wort für Sterben und Tod. Und in dem Wort Sterben schreibe ich das Wort Erben schon an. Etwas, was bedeutet, wenn ich etwas erbe? Hebräisiert wird es natürlich mit Erben, wird es gut, ein erwachter Sohn. Das ist eine Reifestufe, die in einem aufblüht, aber die kann nur in dem aufblühen, der einen Traum erlebt. Und den Traum erleben niemals die Protagonisten oder Bindestrich Antagonisten in einem Traum. Wenn man jetzt neugierig wird, und ich bleibe jetzt einmal auf unserer Brösel-Ebene, wo wir uns ausdenken als Brösel und der Brösel, dass wenn hier zwei Meinungen aufeinandertreffen, und es geht ja nur um das Diskutieren. Es geht nur um einen Kampf um Standpunkte, um richtig und verkehrt. Und dann ist man hin und her gerissen, und wie tief ist in dir der Glaube, dass von zwei oder mehreren Meinungen immer nur eine richtig sein kann? Dann sage ich, dann hast du das Beispiel nicht verstanden. Dass ich zuerst einmal sage, dass egal, was irgendeine Figur in deinem Traum äußert, das ist richtig. Egal, was er äußert. Du kannst es ja nur wieder vergleichen mit deiner Vorstellung von Logik, von richtig und verkehrt. Das ist unser Spiel mit der Tasse, Henkel ist rechts, Henkel ist links. Ja. Das erfordert eine gewisse Demut. Ich sage, bei vielen Sachen, bei der Tasse leuchtet das sofort jeden ein. Aber ich sage, sobald wir statt des Wort Tasse das Wort Politik setzen, das sind so Standardbeispiele. Das Wort Politik setzen, was ist richtig, rechts oder links, was du feststellen, dass dein Ego schon abstürzt. Oder wir setzen Religion, Moslems, Christentum, dann kommt eine Scheintoleranz. Und die Schwierigkeit ist da wirklich das angeblich dogmatische, dieses naturwissenschaftliche Wissen. Ich wettere übrigens nicht gegen Naturwissenschaft, ich wettere gegen nichts, weil ich sage, egal was auftaucht, es sind wichtige Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Bei Holofeeling wird ja nichts vernichtet, als unwahr oder falsch definiert. Sehr wohl als das Wort falsch, ich benone nochmal, kommt von dem Wort Falla, das heißt eine Falle. Die Falle besteht darin, dass du bloß eine Seite gelten lassen willst. Nämlich die Seite, die dir logisch erscheint. Das sind immer diese vielen Vorwürfe. Und wir machen jetzt mal wieder so ins Blaue hinein geredet, wie wichtig ist, dass man das versteht, die Ehe, diese Verbindung von all diesen Perspektiven. Das Geheimnis ist immer wieder die Sprache, dass ich da nicht immer wieder dasselbe so oft wiederhole. Dieses Umdrehen der Kausalität. Dass man das einmal versteht, dass du die Quelle bist für das, was du denkst. Und es wird immer so sein, wie du es denkst und nur dann, wenn du es denkst. Egal, was du denkst. Also akzeptiere zuerst einmal für dich, akzeptiere, da steckt das Tier schon mit drin. Ich könnte jetzt sagen, dass du kein Tier bist. Die Tiere, die du dir ausdenkst, sind Gedanken von dir. Ob du die jetzt Affen nennst, ob du die Kühe nennst, Pferde nennst, oder Menschen nennst, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es sind einfach nur deine Informationen, die ohne dich nicht existieren können. Und selbst wenn sie existieren, haben wir eben die drei Stufen. Es springt zuerst einmal aus dem absoluten nicht denkbaren Mittelpunkt, dieses absolute Nichts, das Gott ist, das auch nicht gedacht werden kann, ob wir das jetzt Nichts nennen oder Gott nennen, entspringt zuerst einmal was innerhalb in dir. In deinem Bewusstsein als Information, in deinem Bewusstsein als Information, nicht aus deinem Bewusstsein heraus, als Außeninformation. Und wenn das dann in dir drin ist, kannst du es dir zusätzlich noch ausdenken.
Aber jetzt haben wir unsere zwei Seiten. Und diese zwei Seiten, ich betone dann immer noch, dass wir zuerst einmal 16 nachvollziehen können, aber die zwei Seiten sind wichtig, dass die zuerst glauben, dieses Beispiel mit der Gedanken, es gibt keinen Berg ohne ein Tal. Darum solltest du das immer wieder dir bewusst machen, es gibt kein Hell ohne Dunkel. Wenn jetzt eine Gedankenwelle aufschmeißt, ist es durch das Prinzip, ich mache jetzt nur die zwei Seiten, kannst du entweder das oben anschauen oder das unten anschauen, wenn wir es jetzt so machen. Wenn wir natürlich eine Kugel aufplatzen lassen, kommen wir dann noch in die Blickwinkel rein. Aber dann hast du einmal vor dir deine Halbkugel, dein Gesichtsfeld und dann gehört immer wieder eine Hinterachse dazu. Wenn wir jetzt einen Farbkreis machen, wirst du feststellen, das sind die Komplementärfarben. Genau. Ob da irgendein Physiker das zufällig entdeckt hat, du wirst irgendwann einmal erkennen müssen, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, existiert, wenn du ihn nicht denkst. Es gibt nichts, was du denken könntest, wenn du es denkst, existiert es. Und wenn du weißt, dass das aus einer Einheit kommt, aus einem Kontinuum kommt, wo es zwar da ist als Seinsmöglichkeit, aber als Ding an sich nicht existiert. Das Rote da und das Blaue da. Die geöffnete Schöpfung oder die geschlossene Schöpfung? Da gibt es viele Möglichkeiten und jetzt ist es, dass wenn du jetzt schaust, deine Logik, geh einfach die Gedankengänge mit, ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Ich behaupte jetzt, du hast in deinem Hintergrund eine Außenweltvorstellung von einem heliozentrischen Weltbild. Das heißt, wenn es jetzt hell ist um dich herum, ich meine jetzt das natürliche Hell, ich rede mal zu einem Brösel auf der Bröselebene mit Basic-Logik, wenn du jetzt praktisch stark um dich herum hast, du kannst ja sein, dass du das Video nachts anschaust. Wenn du jetzt definierst, dass jetzt um dich herum Tag ist, ist im selben Moment die Nacht da, wenn du das Prinzip des heliozentrischen Weltbildes verstanden hast, dann bist du halt auf der hellen Hälfte der Kugel. Aber dann ist im selben Moment auch im Hintergrund Nacht. Und wenn es jetzt um dich herum Nacht sein sollte, wenn du das anschaust, ist im selben Moment auch da. Und in dem Moment, wo du dich fragst, bin ich jetzt, fühlst du dich jetzt gesund oder krank? Es war keins von beiden da. Und sobald du dir Gedanken machst, wirst du dich ganz definitiv in Bezug auf deinen Körper entweder als gesund oder krank oder irgendein Geflacker dazwischen definieren. Wenn du an was nicht denkst, ist es die Heiligkeit. Dann ist es in diesem Kontinuum. Und sobald eine Welle auftaucht, ist immer nur eine Seite da. Würdest du dich jetzt jung oder alt definieren? Da haben wir dasselbe Prinzip. Du wirst jetzt ganz definitiv sagen, ich bin alt, relativ alt oder ich bin noch sehr jung. Und da gibt es Geflacker. Das ist immer so der Übergang, den setzt du auch mit deiner Logik. So ein alter Satz von mir, wo endet die Sparsamkeit und wo beginnt der Geiz? Aha. Wer bestimmt es, wo der Übergang ist? Das ist also nur so eine kleine Einführung. Und dann kann man uns Menschen ausdenken. Aber da kommt wieder das Schöne, wenn du jetzt träumst, Menschen, die du dir ausdenkst, die müssen eben wieder zufällig in dir auftauchen, weil du im Internet surfst. Oder es ist auf deinem Wissensspeicher schon drauf aus deiner, und jetzt kommt schon die Schwierigkeit um dieses Schwammbeispiel. Ich benutze ja meistens das Wort Schwammbeispiel. Wir denken uns jetzt einmal Geistesfunken Menschen aus mit einem Geist im Hintergrund, die das erste Mal dieses Video hören. Da muss dir klar sein, dass die mit dem Wort Schwammbeispiel überhaupt nichts anfangen können. Du kannst immer nur von deiner jetzigen intellektuellen Logik, von deiner Denkfähigkeit ausgehen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, wie du die definierst. Das ist, wenn ich sage, ich nehme jetzt einen hochgebildeten Menschen, den ich mir jetzt ausdenke. Der ist natürlich nur ein Gedanke von mir. Ich sage mal Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Und der hat noch nie irgendeine Zeile von Holophilien gehört. Das sind die einfachsten Metaphern, die ich mir jetzt wieder an anderen Menschen ausdenke. Das ist ein ganz normaler Brösel, ein Arbeiter ist, ohne große intellektuelle Bildung, der aber seit 15 Jahren Holophilien studiert, hat er Einsichten in Geisteswissenschaften, die ein studierter Theologe zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil er der nur nachäfft, festbestehendes Wissen nachäfft. Das will ich jetzt dann einmal vor Augen führen. Dann gibt es natürlich die Verschwörungstheoretiker und vor allem das Spiel mit der Sprache. Und ich sage, zerbrech dir jetzt nicht den Kopf über unendlich viel Wissen. Das ist schon mal die Erkenntnis, das Wissen ist jetzt in dir drin. Und zwar gilt es,
In dem Moment, wo du akzeptierst, dass du schlichtweg und einfach jetzt ein träumender Geist bist, der sich in seinem Traum als der erlebt, der jetzt in diesem Moment, und jetzt denk an deinen Körper, vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Wir machen kein Science Fiction, das ist sofort, du musst nur meine Gedankengänge mitgehen. Das ist, wenn ich immer sage, Namen sind austauschbar. Das, was wir Namen nennen, sind eigentlich bloß ist ein Computer mit einem Programm. Und das Programm, das dieser Intellekt, dieser Schwamminhalt, der zurzeit in deinem Arbeitsspeicher wirkt, ist die Ursache für die Bilder, für deine Informationen, die in dir auftauchen, die aus dem Computer, aus dem Programm generiert werden. Das ist die neue, jetzt hast du mal die Metapher, die mir möglich ist, dir innerhalb deiner Basic-Logik anschaulich zu machen. Basic-Logik nenne ich das komplette Wissen der Menschheit, das du deiner Menschheit zusprichst. Das heißt, du denkst dir unendlich viel Wissen und Sprachen und Wissensgebiete aus und ein riesengroßes Universum mit Milliarden und Abermilliarden von Sonnen und Planeten. Weil man es dir erzählt hat. Ist ja auf dein Wissen drauf. Das heißt, die ganzen Vorstellungen, das, was du dir ausdenkst, ich betone diese Worte immer so, stehen und fallen mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist irgendwann einmal der Sinn des Lebens, ist, dass du wirklich, und das ist ein privater Akt, und jetzt springen wir gleich einmal rein und wir schauen uns jetzt einmal die Worte ein wenig genau an, was bedeutet eigentlich privat? Du wirst dich wundern, wenn man jetzt ein bisschen ein Gefühl kriegt für Sprache. Ich mache jetzt eine wilde Reise, schauen wir mal, wo uns das hintreibt, auch mit Personen, wo du wahrscheinlich noch nie was davon gehört hast, wahrscheinlich, hängt von deinem Programm ab. Und dann schauen wir mal, was Wissen, wie blind Wissen machen kann, wie blind Rechthaberei ist. Und ich sage immer wieder, beobachte ständig dich selbst. Du musst zum Beobachter von dem werden, der du ein jetzt ausgedachtes Leben lang zu sein geglaubt hast. Das ist die Veränderung. Dann verändert sich das Wesentliche in dir. Es ist ein Dogma zu sagen, ich bin dieser Körper und alle anderen Körper bin ich nicht. Ich sage, du bist erst einmal der Geist, der an sich denkt und an andere denkt. An seinen Körper und an andere Körper. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass wenn du, selbst wenn du jetzt an deinen Körper denkst, machst du schon Palette auf vom Säugling bis zum Greis, wo du sagst, die Körper bis jetzt war ich, der jetzige Körper bin ich und da kommen noch welche dazu, bis mich halt dann hinbröselt, bis ich sterbe. Das ist unheimlich logisch und nicht besonders geistreich, weil all das sind Gedanken, die du denkst. Meine 200 Gramm rote Knete, denn so ein simples Beispiel. Der Materialist lebt in dem Wahn, die 200 Gramm rote Knete symbolisiert Geist. Einen träumenden Geist, der von Augenblick zu Augenblick seine Information umändert, die jetzt natürlich außerhalb um ihn herum erscheint. Das müssen wir umdrehen. Der träumende Geist ist das Unendliche und das ist im Zentrum. Das ist alles ein Punkt. Und der Materialist lebt in dem Wahn, dass die Form die Knete erschafft. Das ist ja, muss jetzt erst der Gehirn da sein, dass wir uns jetzt denken, das ist eine Information. Und weil ein Gehirn da ist, ist ein Geist da. Ja, genau. Es muss das ein Geist da sein, der sich ein Gehirn ausdenkt. Es ist immer mein Klingeling-Beispiel. Mich gibt es ja, weil mich meine Mutter geboren hat. Ich sage, nein, du erschaffst jetzt ein Trockennasen auf dem Weibchen, weil du dran denkst. Mhm. Das hat mit dir Geist eigentlich nur sekundär insoweit zu tun, dass deine Mutter gar nicht existiert, wenn du sie nicht denkst. Übrigens auch nicht dein Körper oder ein heliozentrisches Weltbild oder ein Schneewittchen, egal an was du denkst, es existiert in dem Moment, wo du es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ich sage, Holofeeling ist alles hundertprozentig sicher. Und dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, schon da war, bevor du ihn gedacht hast, wenn du jetzt dir was in die Vergangenheit denkst, zum Beispiel Neandertaler und Dinosaurier, das ist geistloses, nachgeäfftes Geschwätz, das man nicht mehr in Frage stellt. Darum ist es was Intimes, was sehr Privates. So, und dann springen wir da jetzt einmal rein. Ich mache mal gleich das Audio dazu. Ich glaube, das Privat habe ich schon. Wir machen mal das privat. Das sollten wir zuerst einmal schon wissen, dass Pri, die Vorsilbe Pri, wird normalerweise auch B im Englischen B-A-E geschrieben, aus Lateinischen heißt ja vorher. Ist also ein Symbol für vorher. Und da haben wir jetzt den Privat Darius, zum Privatbadi gehöre ich.
da haben wir schon unser BD. Was mir wichtig ist, ist dieses Privat-Im. Wir sind eigentlich nur im Meer, das hebräische Wort für Meer, sind wir privat. Das ist dann ohne eine Beziehung zu irgendeinem Staat, wir sind ein Privatmann. Ja. Privatleute in Privatverhältnissen. Das persönlich, Person, da müssen wir natürlich jetzt, da denken wir automatisch an die Maske, in seiner eigenen Angelegenheit, in seinen Namen für sich. Ich sage, Namen sind austauschbar. Du lebst ein vollkommen persönliches Leben und dieses Privatio ist, wenn du das begreifst, ist die Befreiung, das Befreitsein von irgendetwas, was du dir ausdenkst. Kannst du ungefähr folgen? Ja. Der Privatus ist praktisch was Abgesondertes auf ein einziges Individuum. Ich kann immer wieder nur sagen, die Namen, jedes Wort ist selbsterklärend, wenn man nicht bloß die Einseitigkeit nachäfft, die man praktisch im Schwamminhalt in der Schule gelernt hat. Das Individuum ist das Teilbare, das müssen wir jetzt nicht reinmachen, und Individuum heißt das dann mal unteilbar. Das ist aber die Vorsilbe A oder die Vorsilbe In ist ein Alpha Privatus. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das eigentlich? Da müssen wir doch mal ganz kurz nachschauen. Privativum. So, jetzt. Ein Alpha Privativum, ein beraubtes Alpha, bezeichnet man in der Wortbildungslehre der griechischen Sprache das A, welches die Abwesenheit oder die Umkehrung oder die Wirkungslosigkeit des Bezeichneten ausdrückt. Ich betone nochmal, du wirst niemals von mir hören, dass ich irgendeine Internetseite, einen Wörterbucheintrag, irgendeine Behauptung, die irgendein Mensch in deinem Traum äußert, behaupte, dass das nicht stimmt. Das ist einmal Holofeeling. Jeder Gedanke, der auftaucht, ist wichtig fürs heilige Ganze. Entheiligt wird es, wenn du was weglässt. Wenn du von den heiligen Schriften irgendwas weglässt oder was hinzufügst, das eine geht übrigens nicht ohne das andere, du kannst eigentlich nur einen Berg aufbauen, wenn du dann einen Vandal hast, das ist es weglassen und das hinzufügen gleichzeitig. Du kannst immer nur beides, eine Welle, Wellenberg und Vandal haben. Und du lässt ständig was weg in der Einseitigkeit. Wenn du behauptest, rechts ist richtig und links ist verkehrt, was dann übrigens auch stimmt, wenn ich weiß, was rechts bedeutet, das Wort rechts, rechtus, aufrichtig und links, linkisch umgedreht. Okay, das ist schlichtweg und einfach, die Vorsilbe A ist unter anderem zuerst einmal eine Verneinung und dasselbe gilt übrigens auch für die lateinische Vorsilbe In. Das ist aber nur eine Seite, du lässt, wir machen das ganz kurz, weil das sehr interessant ist, das Negationspräfix Alpha Negativum genannt. Im Deutschen übernehmen diese Funktion auf das Präfix Un. Ich kann jetzt lesen, eine aufgespannte Existenz, das ist aber plus minus gleichzeitig, das Existierende, das Heraustreten auf Lateinisch ist eine Gedankenwelle. Und das ist eine aufgespannte Existenz und wie du schon siehst, haben wir hier eine untere Hälfte, wenn ich das U und das N übereinander lege, kriege ich einen Kreis. Ganz abstrakt denken. Das ist die untere Hälfte und die obere Hälfte. Das ist der Sinn, das ist nicht zufällig, es ist die Sprache und die Zeichen nicht zufällig im Laufe von Jahrmillionen in der Evolution, wo es ja nur jetzt, es kann immer nur jetzt evolieren, herausrollen. Es ist ein vom Anfang an beginnend bestehendes und der Anfang ist jetzt Computerprogramm. Das ist ein vollkommen neues Weltbild. Und die Suffixe los und leer sind Verneinungen, auch die Worte nicht und ohne. Beginnt das Wort mit einem Vokal, ist es an. Im Deutschen erscheint das Alpha Privatum in Lehnwörtern und da habe ich jetzt schon dieses Privat steckt mit drin und schau mal ganz, was da steht. Da ist der Fadi mit drin, das deutsche Wort Fadi. Wir werden dann mal genauer darauf eingehen, was mit dem Fadi alles passiert. Der Papa, hey, ich bin's. In Lehnwörtern die Apathie, das heißt nicht leidend. Ich kann immer wieder die Wörter sagen. Apathie heißt nicht leiden, Sympathie heißt mitleiden. Darum sage ich, hör auf, mit irgendeiner einseitigen Sichtweise zu sympathisieren, dann leidest du an Unvollkommenheit. Und ganz wichtig, dieses Wort Empathie heißt nicht Mitgefühl, Pathie bleibt Pathie, sondern das heißt mein Leid. Der Einzige, der den Traum erlebt und leiden kann, ist der Geist, der träumt, das bist du. Nichts und niemand, den du dir ausdenkst.
leidet als Ding an sich, selbst wenn du dir jetzt jemanden denkst, der angeblich leidet, weil du das so definierst. Gedanken leiden nicht. Weil nur Geist kann was erleben und nur Geist kann was fühlen. Und ein Gedanke als Ding an sich, eine Information, die in Erscheinung tritt, ist eine vergängliche Erscheinung, die als Ding an sich kein Gefühl hat, auch wenn du jetzt dieser Erscheinung ein Gefühl zusprichst. Das heißt, ich denke mir jetzt Rumpelstilzchen und der kommt in der Schlägerei und der wird verprügelt. Mhm. Hat dieses Rumpelstilzchen jetzt Gefühle? Auch wenn ich mir das denke, hat der Gedanke keine Gefühle. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich mir jetzt einen Menschen ausdenke, von dem ich glaube, dass der da außen ist, auch wenn ich ihn nicht denke und der wird verprügelt? Da sage ich ja, wenn der jetzt da außen, wenn das jetzt passiert da außen, dann hat er Gefühle. Es wird immer so sein, wie du das mit deiner Logik definierst. Aber in Wirklichkeit erlebst nur du das. Weil egal an wen ich jetzt denke, der weiß ja nicht einmal, dass ich an ihn denke. Stimmt oder stimmt? Ja. Wenn ich jetzt an meine Helene denke, meinst du die Helene, die ich mir jetzt denke, diese Helene, die ich jetzt als Information aufgrund dieses Gedankens in meinen Kopf aufbaue, dass die weiß, dass ich jetzt an sie denke? Namen sind jetzt komplett austauschbar. Okay, dann gibt dieses A, wenn das mit einem O, mit einem Normal, Anormal, sowie Neubildungen asozial. Das sind Verneinungen. So viel zum Thema a priori. A priori heißt nicht von vorher. Da wird es übrigens dann anders gesetzt. Die ganzen a priori Geschichten, was passiert, kann immer bloß jetzt passieren. Wird in den Offenbarungsschriften gewaltig darauf eingegangen. Funktional und lautgeschichtlich, da geht jetzt das große Problem schon los mit der Geschichte, die ich mir ausdenke. Die hängt nämlich von dem ab, was man mir erzählt hat. Ist es identisch mit dem lateinischen inaktiv? Und jetzt kommt dieses in, das heißt nicht aktiv. Aber wir haben wieder zwei Seiten. Innen ist die Verneinung, ich sage, das ist das Wellendelta, ist nichts da, schau das kleine Bild dort. Und in, außen, heißt innen. Das heißt, das, was ich mir ausdenke, ist ja in mir drin. Aber in mir drin ist es ja nichts. Was ist eine Erdkugel, die du dir jetzt denkst, die du dir auch bildlich im Gedanken vorstellen, ausdenken kannst, in dir drin? Und jetzt kommt dieser große Widerspruch, den man akzeptieren muss, dass Inaktivität heißt, dass in dir eine Aktivität ist, die genau genommen geistreich gesehen über gar keine Aktivität ist, weil was kann in einem einzelnen Punkt eigentlich passieren, wenn er nicht in der Lage ist, um sich herum was auszudenken? Was passiert in dem Wirbelsturm? Wir, BL, wir in Gott, wir im Nichts, der Sturm ist um uns herum. Im Zentrum ist absolute Ruhe. Im Zentrum gibt es keine Aktivität. Die Aktivität sind die Gedanken, wenn die um das Zentrum herum kreisen. Merkst du, was da Physik dabei ist? Ja. So, wo waren wir nicht stehen geblieben? Wir waren da, da müssen wir nochmal zurück. Das Individuum heißt in Teilung etwas Ungeteiltes, das in sich selber geteilt ist. Ihr könnt jetzt sagen, das ist ein Oxymoron. Das Schöne mit den Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber, meine historischen Fakten und so weiter und so fort, das sind Widersprüche in sich selber. Weißt du, und wenn du jetzt mehrere Selbstgespräche oder dich länger mit Holofeeling beschäftigt hast, wie oft erwähne ich, was ein Faktum ist? Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das ist schon wieder übertragbar. Aber es stimmt, es ist eine nachweisbare Tatsache, nachweisbar. Ich nenne es, was 100% sicher ist. Ein historisches, politisches und naturwissenschaftliches Faktum ist ein totaler Blödsinn. Ein historisches Faktum bezieht sich auf eine jetzt gedachte Vergangenheit. Es ist mir wichtig, darum wiederhole ich das, du hast es nicht verstanden, all deine Angst, all dein Leid, du wirst nicht wach, wenn du das nicht erkennst. Ein Faktum, eine Tatsache, wieso Tatsache, weil das aus dem Lateinischen immer wieder dieselben Sachen, dieses Fakt, das Fagere,
heißt tun, de facto heißt tatsächlich. Weil das Fagere heißt tun, machen, handeln. Okay? Das Fakt besteht darin, dass du jetzt was denkst. Das ist das Faktum, das ist die Tat, die du geisttätigst. Übrigens, wenn du das Wort Tat dir anschaust, die Tat selber ist der Schöpfer in der Mitte. Und dann haben wir zwei Erscheinungen, den Wellenberg und das Wellendorn. Wir können auch zwei neuen, zwei Spiegel hinsetzen. Das sind die zwei äußeren Spiegel in dem Hauptspiegel. Kannst du es vorstellen? Ja, und wir wissen, die Sache ist eigentlich ein Gerichts, eine Gerichtsverhandlung. Das heißt, G-E-Quadrat richtet sich jetzt in eine gewisse Richtung, nach rechts oder nach links. Das ist die Einseitigkeit. Das Tun, das Machen, das Handeln besteht darin, dass du als träumender Geist was träumst. Und das, was du träumst, baut in dir eine Information auf, eine Form in dir, die eigentlich gar keine Form ist. Und die denkst du dir jetzt um dich herum aus. Entweder in dich hinein oder aus dir heraus oder innen und außen gleichzeitig. Das wäre jetzt der Heilungsprozess, wenn ich immer sage, wenn Berg und wenn da können nur gleichzeitig da sein. Dann hast du aber eine Trinität, nämlich dich im Zentrum, deinen Wellenberg und dein Wellendoll. Aber selbst das Zentrum ist jetzt ausgedacht. Und darum ist es so wichtig, dass man so Kleinigkeiten, das hebt alles aus den Angeln. Das historische Faktum ist deshalb ein Oxymoron, das ist griechisch, das heißt ein Widerspruch in sich selbst, weil ich denke mir das jetzt, es ist niemals in der Vergangenheit. Alles, was ich denke, kann ich bloß jetzt denken. Und dasselbe gilt für politische und naturwissenschaftliche Fakten. Du wirst nämlich feststellen, dass das mit Fakten nichts zu tun hat. Das sind Dogmen oder Paradigmen, nenn es wie du es willst, oder Axiome. Da klingt schöner. Das ist immer wieder diese Worte, wenn man das hört, wieso vergisst du das jeden Moment, wenn man sich nähere Gedanken darüber macht, nähere Gedanken, nahe ist es in dir und du machst dir die darüber. Und du wirst dann merken, weil du dir das überlegst, weil du dir das ausdenkst. Das ist diese Grundsymbolik, wo ich jetzt erschaffen habe, um dir das als Information, als Vorstellung ersichtlich zu machen. Also wir haben hier den Privatus, die Befreiung, das Befreitsein. Das passiert in dem Moment, wo du anfängst, eigenständig zu denken und das bezieht sich auf ein allereinziges Individuum. Ich nenne das immer, du bist ein Individualbewusstsein. Ein Individualbewusstsein. Du bist in dir geteilt, ohne dass du geteilt bist. Du teilst dich selber durch deine Einseitigkeit, durch dein Denken im richtig und verkehrt. Darum machen wir mal hier ganz einfach dieses Privatim. Wir schauen uns einfach mal den Vati an. Ja. Das ist ja der Baba. Und dann kommst du jetzt automatisch zu Vati, Kan Ish. Setz für das Baba-Mobil. Ken, wissen wir, heißt etwas überlegen. Also das Fundament, F Fundamentior, die Welle, die jetzt zu einer Gestalt wird. Das ist die Basis. Ich sage immer wieder, wenn wir das griechische Wort Basis uns anschauen, das heißt eigentlich gehen. Da ist ein GE-Quadrat und das ist eine E-Existenz. Worauf man tritt, die Basis ist der dritte. Darum ist es auch das Gestell, die Synthese. Das ist dann aufrichtig. Aber auch ebenso. Richtig aufgerichtet ist unser Transversale und das Ganze ist eigentlich eben. Jetzt haben wir schon die zwei Achsen. Das ist der grobe Begriff für richtig, aber richtig gibt es nicht ohne verkehrt. Weil was du wahrnimmst, brauchst du Gedankenwelt. Das gilt, was ich gerade erklärt habe, mit hell und dunkel, gilt auch für richtig und verkehrt. Und dann kommen wir natürlich dann irgendwann einmal zu diesem berühmten Fundament. F unter haben wir schon die Welle, Mens, Mendior. Das ist übrigens das ND hin, diese existierende Erscheinung heißt gegeben, wenn wir es hebraisieren. Okay? Also, und jetzt, drum kriegt jetzt das Ganze ein vatikanischer Hügel. Die Öffnung einer Berechnung vom Fadi ist ein Unter, ein Fundament, die eine Gestalt ische, eine Gestalt annimmt und das ist HGL und HGL ist die Welle.
eine wahrgenommene Welle, hebräisch. Das ganze HGL ist jetzt dann die Welle oder der Trümmerhaufen. Das ist das Teilchen-Wellen-Phänomen in der Quantenmechanik. Weil man sagt ja, Licht, das geistige Licht, das geistige Licht und ein Gehirnlicht. Das Licht in deinem Gehirn wird, sobald du das so materialisierst, Licht, reines Licht ist Energie. Ich gehe da immer wieder drauf ein. Du kannst, ob wir das rote Energie nennen, ob wir das Licht nennen, die Lampe im Projektor nennen oder ob wir das Geist nennen, es sind nur unterschiedliche Worte für dasselbe nicht existierende Phänomen. Ich kann das auch bloß ich nennen, rot geschrieben. 200 Gramm rote Gnede, der träumende Geist, der ständig in eine andere Form von sich selbst umgewandelt wird, ohne dass sich die Gnede verändert. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Wenn du das verstanden hast, vor was hast du dann eigentlich noch Angst? Wenn du verstanden hast, dass du die rote Gnede bist, schau, da steht es genau da, kann. Die Welle wird zu einer Gestalt, ist und das ist dann dieses Überlegte und das baut sich dann hier auf. Und dann kommt jetzt die Natio aus dir heraus und das Ganze werden jetzt selbsterfüllende Prophezeiungen und Weissagungen. Es wird immer so sein, wie du dir das selber prophezeist. Ich nenne das selbsterfüllende Prophezeiung. Das sind die Synchronizitäten, wie man das in der Psychologie nennt, nach Jung. Das hat aber nichts mit chronologischem Denken zu tun, weil es ist ja schon das ganze Wissen in dir drin. Dann bist du in einem Denken, du willst es ja nicht richtig haben. Das ist natürlich jetzt sehr frei übersetzt. Okay. Da haben wir. Schau, wieso der das jetzt als ich übersetzt? Wieso auch immer. Das ist übrigens im Englischen gelesen, ist das hier die Tasse, das Gefäß, the Holy Cup. Das ist der Intellekt im Zentrum, der um sich herum zum Kreisen anfängt. Und dann kriegst du den Nador, der wird jetzt der Prophet und der Weissager. Das ist immer der Fadi. Der prophezeit jetzt etwas. Und ich prophezei dir was, wenn du dich da nicht näher mit dir selbst beschäftigst, dir zuerst einmal bewusst machst, was du selbst bist. Du wirst, du Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dich eines Vollkommeren besinnst. Ich sage jetzt absichtlich nicht eines Besseren. Wobei B-Esser ist ein Polaritätenesser. Das heißt, du bist dann nur noch Polaritäten. Du bist, wenn du existierst, vollkommene Gedankenwelt. Esse als Sein gesetzt, existieren. Es sind B-Esse sind praktisch zwei Dasein. Zumindest der Wellenberg und das Wellendal. Und die kann es immer nur gemeinsam geben. Das ist ein Paar. Du, all, hebraisiert. Du heißt zwei in Zusammensetzungen. All heißt nichts. Du bist Gott. Du bist nichts, bis du ein Dual bist. Das symbolisiert die Gedankenwelle. Und das ist jetzt dann auch als sehr ermahnen und warnen. Ich sage dir, ich bin dein Papa. Nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Das ist ein Gedanke von dir. Du träumst und als jetzt bewusst gesetzt ausgedachter träumender Geist kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst. Und ich ermahne dich jetzt und ich warne dich. Du hast es in der Hand. Und jetzt ist es übertragen, schwärmen, sich leeren Träumereien hingeben. In schwärmerischen, überspannten, schau dir mal das, was da steht, in einem über dir aufgespannten SB, raumzeitliches Wissen, ist das hebräische Wort für eine Welle. Und das ist die Schöpfung von zwei Existenzen. Ein Augenblick auf zwei Existenzen. Über dir drüber ist eine SB, eine Gedankenwelle, raumzeitliches Wissen. Der Augenblick auf zwei Existenzen. Das ist jetzt eine Wolke, ein Gewölk mit Wolkenbedenken. Das All übrigens 70-30 gewesen, heißt dann wieder doppelt aufgespanntes Joch hochgehoben. Dein doppelt aufgespanntes Joch. Stimmt oder stimmt? Mit Wolken B, D Ecken. In geöffneten Ecken. Ob ich jetzt das Gedanken Wellen nenne oder Wolken nenne? Das ist übrigens hier dieser Augenblick auf zwei Existenzen. Wir können aus die zwei Existenzen 50-50 machen. Dann kriegst du ja die 100. Da
Der äußere Wert ist jetzt eine Affinität, das ist die existierende Existenz jetzt. 50, eine existierende Existenz. Das ist immer eine Affinität. Okay, schau. Und jetzt sehen wir schon im vollen Wert 1, 2, 2, das ist unser Einheitskreis, plus plus oben, plus minus oben rot, unten minus 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 plus gespiegelt. Und diese 50, 50, diese 2 kann man den Augenblick auf 2 nennen. Und dann kommst du aus der Wolke nicht raus im Hebräischen. Das wird jetzt nämlich ein Balken. Jetzt haben wir wieder in Gott ist dieses Fundament. Ist schon verrückt, ne? Ja. Habe ich gescheit Glück gehabt, dass das jetzt zufällig passt. Das ist, die Vatersprache ist ein Computerprogramm. Ich betone das immer und immer wieder. Und wenn wir jetzt in Kleinigkeiten reingehen, dass du natürlich unbewusst, das geht, mir fällt jetzt da mal, ich mache einen Sprung, kommt mir nämlich gerade ins Sinn. Bilder und Geräusche laufen lückenlos übereinander. Sag dir was, Robert, Anton, Wissen. Doch, den gibt's. So, jetzt ist die Frage, kannst du mit dem was anlegen? Das ist jetzt erst einmal ein Name. Und wir informieren uns ja, aber aus was informieren wir uns? Das ist schon, ich informiere mich. Informieren heißt doch, dass ich in mir eine Form aufbaue, die eigentlich keine Form ist. Und dann stelle ich jetzt fest, jetzt habe ich wieder Worte vor mir und aufgrund dieser Worte werde ich mir jetzt was ausdenken. Sollst du mal einen Menschen ausdenken? Ich sehe ihn ja hier. Und dann ist es interessant, dann habe ich hier eine Lebensgeschichte und dann merke ich natürlich, dass das Philosoph, Anarchist, groß berühmt durch die Illuminatus-Szene, Bücher, ganz bekannte Bücher in den Verschwörungstheoretiker-Seiten. Wenn man wenn älter ist, die Jüngeren wissen da wieder nichts mehr davon, da müssen wir sich ja wenn individueller bilden. Da geht es dann um Drogen, das ist für unseren Autor ganz interessant. Die Musilieri, auch ein Professor, der extrem hier mit Drogen experimentiert hat, mit LSD. Die Sache mit der 23 baut auf diesem ganzen Wissen auf, aber ich will eigentlich auf was ganz was anderes hinaus. Demen, inhaltlich pflegte Wilson ein B-Rei im Spiegel, ein breites Demen-Spektrum. Die Wellen sind unsere Ecken, eben jetzt hier nur eine Reihe, die um dich herum aufgespannt wird. Das ist unser Spiegeltunnel, unser 3D ausgedachter Spiegeltunnel in dem Tetraeder, das ist das Spektrum. Ein breites B-Rei im Spiegel, im Zentrum ist dieses breite Spektrum aus Quantenmechanik, extrem wissenschaftlich, aber auch die Drogensubkultur und der Welt der Geheimbünde. Sein immer wiederkehrendes Thema ist dabei die Relativität der Wahrheit. Wahrheiten sind extrem relativ. Relativ, Wahrheiten sind abhängig von dem, der sich's ausdenkt. Und der sich das ausdenkt, dieser Geist wiederum, ist abhängig von dem Intellekt, von diesem kleinen Spektrum an intellektuellem Wissen, das er von dem kompletten intellektuellen Wissen, das er in sich trägt, als träumender Geist, ständig auf seine Oberfläche holt. Das ist diese Metapher, du träumst jetzt, du setzt dich jetzt in deiner Personifizierung in deinem Traum vom Computer und du gehst ins Internet. Und dein Wissen ist dir vollkommen klar, dass sobald du jetzt diese Kiste ausdenkst, dass du jetzt aufgrund dieser Kiste, ich benutze das Wort, unendlich viele Internetseiten aufmachen kannst. Und wenn du träumst, kommen die aus dir, die sind nicht da aus. Ich bin in dir und ich bin alles Wissen. Von außen nach innen muss führen der Weg. Und jetzt frag dich wieder, ob du noch glaubst, dass dieses Internet, aus dem du deine Informationen herausholst, achte auf meine Worte, dieses Internet, das du dir jetzt ausdenkst als Vorstellung, aus dem du deine erlebten Informationen herausholst, dass das da außen ist. Selbstverständlich ist es da außen in dem Moment, wo du das Internet denkst, aber es ist nicht außer deinem Gehirn außen. Das Gehirn, das jetzt übrigens nur deshalb existiert, weil wir an ein Gehirn denken. Das, was in dir drin ist, ist nicht in einem ausgedachten Gehirn, außer du denkst dir jetzt ein Gehirn aus und denkst dir dann das Internet in das Gehirn rein. Es ist alles, es spielt sich alles in uns selbst ab. Und du merkst, es steht und fällt hier mit Auslegung von Worten. Was magst du aus dem Wort? Also die Relativität von Wahrheiten. Wahrheiten sind Wahrnehmungseinheiten. Du bist das wirkende Licht, die Lampe im Projektor. Alles andere ist ein Geflacker um dich herum. Je nachdem, wo du dir das jetzt räumlich oder zeitlich hindenkst.
Das ist der Grenzbereich zwischen Rauschzuständen und mystischen Erfahrungen. Das ist natürlich hier auch die Sackgasse von Drogen, wobei das Wort Drogen selber wieder eine ganz andere Form bekommen soll, wenn du das hebraisierst, weil DR heißt, die geöffnete Berechnung ist die Generation. Da hast du jetzt hier schon das Kreisen deiner Gedankenwellen umgehen, die Genesis der Ur-GM, lese ich ein Gehirn sein, ein Gehirn, das existiert, oder bin ich GE-Quadrat, bin ich der Geist E-Quadrat, J-C-H-I-C-H, das ein ewiges Sein darstellt. Das ist eigentlich das, die Subkultur, Kul, Kol, die Radix heißt alles. T-U-R heißt eine Reihe, alles ist eine Spiegelwahrnehmung. So, und jetzt schauen wir mal, wo es dahin führt. Er betont oft sich auf Alfred Korzybski, das ist der Typ, hier muss man, das ist jetzt alles intellektuelles Wissen, das kann ich jetzt wissen oder ich kann es nachschlagen. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt das zuerst nachschauen muss, ob ich das zuerst auf den Bildschirm holen muss, dass ich das sehe? Wo kommt es her, was ich sehe, wenn ich jetzt selber in mir das Internet habe? Es kommt aus mir. In mir drin ist es eh, immer. Aber existieren tut es erst, wenn ich es ausdenke. Das ist der, der sagt, die Landkarte ist nicht das Territorium. Da kommt dieser, von dem kommt dieser Spruch her. Was heißt es, dass in dem Moment, wo du dir eine Landkarte ausdenkst, auf die Landkarte draufschaust, denk jetzt einfach mal Deutschland aus. Dieses ausgedachte Deutschland, diese Landkarte, diese Fläche, die du dir jetzt vorstellst, ist nicht das eigentliche Territorium, in dem sich deine Erlebnisse abspielen. Weil du ja immer der Mittelpunkt bist. Wenn du ein träumender Geist bist. Egal, wo du dich hindenkst auf der Landkarte. Denk an mein Autobahnbeispiel. Da wird es sehr, sehr komplex, wenn man da tiefer reingeht. Dass unsere Vorstellungen von der Welt, wie geht das Brandopfer, nur eine Annäherung an das Dargestellte darstellen. Unsere Welt ist eine Vorstellung, aber die Vorstellung, das ist das Schöne mit der Vatersprache Deutsch-Ivri. Das ist ein polarer Rand, das ist die Welt unserer Gedankenwelt, die immer nur von Moment zu Moment sich austauschen. Und dann denken wir uns, wir verstreuen unsere Informationen jetzt um uns herum in Raum und Zeit. Und solange du unbewusst das machst, meinst du, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Das ist so ein einfacher Satz. Du denkst dir auch deinen Körper aus und deine Krankheiten aus. Ja. Aber als träumender Geist kannst du es dir nicht raussuchen. Er erwartet daher stets eine Form von grundsätzlichen Agnostizismus. Da müssen wir dann nur ein wenig näher drauf eingehen, was das ist. Der als Modellagnostik, jetzt müssen wir das Wort Modell anschauen. Wichtig ist dieser schöne englische Satz, schau dir das an. Ich lasse es einmal Maschinen übersetzen. Mein Ziel ist es, die Menschen in einen Zustand des allgemeinen Agnostizismus zu bringen. Nicht des Agnostizismus über Gott allein, sondern des Agnostizismus über alles. Was heißt das? Die sollte unter anderem Menschen bei ihrer Selbstprogrammierung, ich nenne das die Selbstdeprogrammierung, die Gehirnwäsche, mal das Tasto an der Tabula Rasa machen, dass man den blöden Betriebssystem Basic, diese Basic, die Basis, nochmal, Basic kommt von dem Wort Basis. Basis heißt Fundament, das heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist deine Selbstprogrammierung. All das, was du denkst, wo bis dato, bis jetzt, hoffe ich, dir hundertprozentig sicher warst, dass du mit dem, was du dir ausdenkst, was du dir überlegst, nichts zu tun hast. Da mal übrigens wieder zwei Seiten. Es gibt durchaus Sachen, wo du dir was überlegst, dass ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt denk an ein grünes Mastmännchen, du kannst es doch auch rot machen, du kannst das Aussehen von dem Mastmännchen verändern. Da ist dir vollkommen klar, weil das Mastmännchen gibt es ja da außen nicht, sagt deine Logik. Das ist ja jetzt nur, weil ich es denke. Der Udo sagt immer, sein berühmtes Schneewittchen, das blond ist und einen Lederminirock und ein Zungenpiercing hat. Und die Leute sagen, das ist doch nicht Schneewittchen. Also ich, das Schneewittchen ist ein Wort und ich kann doch aus dem Wort, aus dem Mädchen, selbst wenn ich mir ein Mädchen denke, ich kann doch mir das ausdenken, wie ich will. Das gibt es ja da außen eh nicht. Ich muss mich doch nicht an das festgelegte, kleine, dunkelhaarige Mädchen halten, das man mir erzählt hat. Ich habe doch die Freiheit, mit ihr auch anders zu denken, so bloß eine Märchenfigur. In Bezug aufs Aussehen zum Beispiel. Aber deine Selbstprogrammierung, da ist dir das noch klar, solltest du dir da mal Gedanken drüber machen, aber wie sieht das jetzt aus, wenn du an dein heliozentrisches Weltbild und an all diese ganzen religiösen
oder wissenschaftlichen Dogmen denkst. Dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht und um die Erde dreht sich ein Mond rum. Das ist doch nichts anderes. Bloß da bist du hundertprozentig sicher, dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst und dass das schon da war, bevor es dich als Affe gegeben hat. Wie definierst du eigentlich hundertprozentig sicher? Das ist ein reines dogmatisches Verhalten. Du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Und da setzt Holo-Feeling an. Das hebeln wir jetzt aus. Das ist eine von vielen Denkmöglichkeiten mit dieser Erdkugel. Und darum betone ich immer wieder, du musst zuerst anfangen, das erste und zweite Gebot meiner 10 Gebote zu halten. Du darfst dir unbewussterweise kein Bild von dir selber machen, aber sehr wohl bewusst. Ich darf jetzt sehr wohl, wenn ich an mich denke, an den denken, der jetzt vom Computer sitzt und sagen, das bin ich. Aber mir wird jetzt bewusst, dass ich das ja nur deshalb sage, dass ich der bin und die anderen, die ich mir jetzt denke, die auch vom Computer sitzen und sich das Video anhören, dass ich die nicht bin. Da wird jetzt, wenn wir den Namen nicht dazu sagen, ist immer ein Ich, das ich mir denke, bin ich und alle anderen bin ich nicht. Aber wer davon bin ich, wenn ich jetzt kein Computerprogramm habe? Dass wir uns einmal darüber erheben und sagen, es hängt doch davon ab, was dir deine Logik vorschreibt, wer du bist. Du selber bist bloß der, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Die wiederum hängen von deinem Schwamminhalt ab. Und zwar eine Selbstprogrammierung, ich sage eine Deselbstprogrammierung, Entprogrammierung zu einer größeren Bewusstheit. Die größere Bewusstheit haben wir schon wieder unseren Jesus, Geros. Und dieser Geist, der jetzt praktisch definitiv im Kopf die zwei Bündchen zusammenfasst, sind zwei erweckte Existenzen in der Bewusstheit selber. Das ist, er heißt erweckt und erweckt. Eine von Möglichkeiten. Das ist die Bewusstheit. Eine seiner Mittel war die Erschütterung vertrauter Weltbilder. Die Erschütterung vertrauter Weltbilder. Beilet im Kind erweckt. Und das ist das, der polare Rand. Und du musst von Augenblick, von Gedanke zu Gedanke, die Gedankenwelle opfern. Das ist das B-Randopfer. Vieles in seinen Büchern dient der Verunsicherung der Leser. Er versuchte seinen Lesern ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber, das ist jetzt ein Fehler, weil Misstrauen heißt einer Logik vertrauen, gegenüber allen verallgemeinerlichen Autoritäten, seine Ideen eingeschlossen neu zu bringen. Ganz wichtig. Ich sage, stell alles in Frage. Du darfst alles, was Holo-Feeling behauptet, in Frage stellen, aber achte sehr wohl auf meine Worte. Es geht hier nicht, einen Gott zu beweisen oder nicht zu beweisen. Interessant, wenn man das jetzt wieder Gott, go, all. Wenn ich das jetzt hebraisiere, kriegst du einen komplett anderen Kontext, der schlüssig lesbar ist übrigens. Ich will nur darauf hinweisen, wenn man sich die Mühe macht. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz den Agnostizismus an, was das eigentlich ist. Das A haben wir wieder. Unsere Vorsilbe, eine Verneinung. Wir haben Gnostikos zum Erkennen, zum Einsehen geschickt, die Einsichtigkeit, die lernfähig. Das heißt, Agnostizismus ist etwas nicht erkennen, etwas nicht einsehen. Da haben wir jetzt das Private Alpha Privatum. Im Sinn von die Lehre der Unerkennbarkeit. Das ist übrigens auch Holo-Feeling. Und zwar schlichtweg deshalb, weil du nur was erkennst, wenn du dir was ausdenkst. Das, was ich jetzt dazu mache, dass du zusätzlich begreifst, dass das, was du dir ausdenkst, nur aus dir selber, Creatio ex nihilo, aus dem Geist kommen kann, der träumt. Dieser Urknall, in dem sich alles Universum des Universums, des in eins gekehrten, auftaucht und wieder zurückfällt. In der Physik die Vakuumfluktuation aus dem Nichts, wo die Bärchen entspringen und wieder in sich zusammenfallen. Du erkennst dieses Symbol, diese symbolischen Bilder in allen Religionen, selbst in der Naturwissenschaft. Ich sage, das ist genauso eine Religion. Ist die philosophische Ansicht, dass Annahmen, insbesondere theologische, die Existenz oder Nicht-Existenz einer höheren Instanz, das ist schon das Problem, die höhere Instanz, dazu gehört eine tiefere Instanz. Stimmt oder stimmt? Ja. Wenn ich sage, die Quelle allen Seins, aus dem alles entspringt, Gott ist im Himmel oben, wie oft habe ich das gesagt?
dann sage ich, mir fällt was ein. Wenn ich sage, El Hayom, es taucht in mir auf, dann ist er unter mir, dann ist es die tiefere Instanz. Aber genau genommen sind es ausgedachte Quellen. Die absolute Quelle allen Seins ist der Mittelpunkt, der als großes Einheit, als Universum, rot gedacht gar nicht existieren kann, außer er platzt auseinander in ein Oben und ein Unten. Das ist schon wieder so eine Einseitigkeit. Wenn du meinst, das, wo alles herkommt, Gott ist im Himmel oben, dann unterschlägst du das unten. Und wenn ich sage, das taucht in mir auf, der ist El Hayom in der Tiefe, im Abyssus von El Hayom, von Gott im Meer taucht alles auf, dann ist er nicht oben. Es sind, also die Sachen sind nicht klärbar. Aber das kann man sehr wohl klären, wenn man weiß, was man selber ist. Der ausgeschlossene Dritte, den wir uns jetzt ausdenken, darum habe ich das Rot eingeführt, das ist der Adam, der Rote. Der ist männlich und weiblich, der ist jetzt ausgedacht, ein ausgedachter Denker und eine ausgedachte Traumwelt. Das ist der Mann, ist der Denker, die Frau ist die Traumwelt, das Weib. Aber ist ein ausgedachter Denker, ist ja schon wieder was Ausgedachtes, darum sage ich, das ist diese Kette. Agnostizismus ist eine Weltanschauung, die insbesondere die prinzipielle Begrenztheit menschlichen Wissens, Verstehens und Begreifens betont. Aber prinzipiell ist die nicht begrenzt. Du kannst die wachsen lassen, aber nicht mit Dogmen, wenn du ständig alles, was neu ist, ignorierst und bekämpfst. Das ist mein Liebe, deine Feinde. Ist das nachvollziehbar? Ja. Die prinzipielle Begrenztheit ist in dem Moment aufgehoben, wo du dich anfängst, für die Kehrseiten, für das Verkehrte, für das zu interessieren, was du bisher abgelehnt hast, was du nicht haben wolltest. Dann wächst dein Wissen. Und es ist überhaupt nicht anstrengend. Es ist sogar sehr einfach, wenn man jetzt ständig anfängt, alles bekämpfen zu müssen, was seiner eigenen Logik widerspricht. Dann wächst deine Logik. Mach dir all die anderen Denksysteme, Religionen und Denkmöglichkeiten zu eigen. Dann wirst du der Mittelpunkt mit unendlich vielen Perspektiven. Die Möglichkeit der Existenz transzendentaler Wesen oder Prinzipien wird beschritten. Das ist doch das Problem. Geist kann nicht existieren, Gott kann nicht existieren. Dann müsste Gott aus sich selbst herausdrehen. Aber dann wird er zu einer Gedankenwelle. El Hayom, Gott, das Meer, schmeißt Wellen auf. Diese Wellen sind aber nicht das Meer als Ding an sich. Die 200 Gramm rote Gnede, rot geschrieben, ein nicht denkbares Nichts, nimmt eine Form an, dadurch wird die Oberfläche der Gnede, kriegt Konturen, Unterschiede. Das ist das, was jetzt existiert, das ist aber nicht die Gnede. Ja. Merkst du, dass wir all diese Probleme mit Holofilling aus den Angeln heben? Ja. Agnostizismus ist sowohl mit Deismus und Atheismus vereinbar. Da der Glaube an Gott, jetzt haben wir wieder das geistige Licht, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist die Beschwörungskunst. Ich beschwöre, dass Gott existiert, dass es ihn gibt. Ich sage, stimmt, kann ich doch machen. In dem Moment, wo ich an Gott denke, existiert doch in meinem Kopf ein Gott. Ja. Und die Ablehnung von Gott möglich ist. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr an Gott denke, ist er wieder weg. Aber diesbezüglich als Schöpfer, ich schöpfe den ja aus mir heraus, den Gott, den ich mir ausdenke. Und dann rede ich mir ein, dass dieser Gedanke an Gott viel mächtiger ist wie ich. Aber was passiert jetzt, wenn ich sage, es existiert kein Gott? Das ist hochgradig schizophren, weil ich denke an einen Gott, der in dem Moment ja als mein Gedanke existiert und ich behaupte, dass es ihn nicht gibt. Deine Vorstellung von Gott, wo andere dir erzählt haben, wie mächtig Gott ist und du willst es nicht glauben, das ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du das ablehnst. Es gibt nichts, was du denken könntest, was mächtiger ist wie du Geist. Du bist auch viel mächtiger wie der Udo Petscher, den du dir jetzt ausdenkst, oder wie eine Merkel, oder wie, egal wen du dir denkst. Du bist sogar mächtiger wie der von dir ausgedachte Gott, weil du in der Lage bist zu sagen, das ist doch ein Hirngespinst, eine Märchenfigur, die da außen gar nicht existiert. Was dann übrigens wieder stimmt, aber sie existiert in dem Moment in dir, diese Märchenfigur, weil du sie ja denkst. Ja, genau. Ja. Lass das auf dich wirken. Ja. Ich spreche ein ganz klares Deutsch. Ebenso, selbst wenn die Gewissheit des G-Wissen, jetzt haben wir wieder, habe ich ein Gehirnwissen oder habe ich wirklich einen Geist, der E-Quadrat ist, der Energie ist, eine Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Ebenso ist die Auffassung, wonach atheistische Thesen wahrscheinlicher sind als theistische, mit dem Agnostizismus vereinbar.
Das heißt, du kannst dir das hinbringen, wie du willst. Die Frage, gibt es einen Gott? Jetzt genau aufpassen, was da steht. Beantworten Agnostiker nicht mit Ja oder Nein, sondern ich weiß es nicht. Das ist dumm. Wenn du Holofeeling verstanden hast, vollkommener Agnostizismus, dann sagst du Ja, wenn ich an ihn denke. Ja, genau. Aber dieses, es ist nicht geklärt, es ist nicht beantwortbar. Ich kann es nicht wissen können oder ähnlichen. Was ein Agnostiker behandelt, die wissen nicht, was Agnostizismus ist. Selbstverständlich gibt es einen Gott in dem Moment, wo ich mir jetzt einen ausdenke, egal ob ich jetzt an mich Brösel denke oder an einen anderen Brösel. In dem Moment, wo irgendein Brösel, den ich mir jetzt denke, an Gott denkt, existiert für diesen Brösel Gott. Und jetzt ist schon wieder ein Fehler drin. Aber der Brösel existiert nur, wenn ich an den Brösel denke. Genau. Weil für den Traum bist du Gott. Für den Traum, den du zurzeit erlebst, in deinem Kopfkino, bist du Gott. Und du verwechselst dich mit einem Affen, der jetzt vor Computer sitzt. Mit einem sterblichen Säugetierkörper. Darum betone ich jetzt das erste Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst. Mach dir kein Bild von Gott. Und dann kein Bild von irgendwas da oben oder da unten. Es gibt nicht bloß oben oder nur unten. Entweder beides gleichzeitig oder keins davon. Aber es existiert in dieser Mitte. Schau das kleine Bild an. Und jetzt, weil ich da gerade bin, mir fällt gerade was ein. Ich zitiere ja mal diesen Robert Anton Wilson, den ich mir jetzt ausdenke. Ganz gigantische Bücher, wenn man geistreich denkt, wobei die Bücher lesen und im Hintergrund ein materialistisches Weltbild laufen, warum kommst du keinen Schritt weiter, weil diese Kleinigkeiten nicht erwähnt werden. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes. Und zwar gebe ich ein. Eine Miesmuschel. Da müssen wir uns jetzt natürlich, jetzt hast du mal das Wort Muschel anschauen. Da machen wir die Konsonante Radix-Muschel. M, Shin, L. Schau mal. Das Muschel, wir können auch das Musch reinschreiben dann, das können wir uns dann noch anschauen. Muschel. Das ist die Konsonanten vom Wort Muschel. Das ist eine Alle. Aus dem Nichts wird was auseinandergeschmissen, eine Allegorie. Das Gott ist fremd, dann erscheint dir das fremd, weil du meinst, du hast mit dem, was du ausdenkst, ja nichts zu tun. Das ist ein B-I im Nichts. Lest das I mit I im Schöpfer Gott. Ist ein Spiel. Das sind Wellen, unser SBI sind meine Schwellen, die als Joch in Erscheinung treten. Diese Facetten, die in mir aufblühen, mit 70 gelesen, ich kann sagen, sind Gott, ich kann sagen, der Vatergott, oder ich kann auch lesen, das aufblühende Joch. Das ist nur der Wechsel hier von Aleph zu Ain, Elephin. Dann Gleichnis. Der Herrscher, der in den Gleichnissen sich befindet. In Gleichnissen sprechen, Rätseln, das ist die Muschel. Man kann jetzt sagen, die Muschel, da ist irgendwas versteckt. Das wären jetzt die Übersetzung des Gleichnisses. Jetzt schauen wir uns das einmal hier ein bisschen an. Die Muschel, Sinnbild als Gleichnis, Esberuch, raumzeitliche Schwellen in den vier Weltgegenden, herrschen, regieren. Dies ist Gestalt gewordenes logisches Licht, blau gelesen, wohlgemerkt, ist nur eine von dir selbst logisch ausgedachte Märchengeschichte und es ist eine Fabel deines derzeitigen Wissenglaubens. Emschin El wird hebraisiert, Muschel, und das bedeutet Allegorie, Beispielgleichnis, darum auch herrschen, in Gleichnissen sprechen und Rätsel aufgeben. Magst du das schon bewusst? Die Muschel sind eine Klasse der Weichtiere. Das habe ich jetzt. Wie ich Tiere. Zoologischer Name, Blafalfia, beachte, Falfai ist die Flüge, Lügeltür und eine Klappe. Eine große Klappe. Bewusstes Ichs mit großer Klappe, das ist jetzt die Muschel. Muscheln leben im Meeresgerund, sind an ihm fest, geh wach, sehen und liegen frei auf ihm. Das ist je nachdem, das sind immer die zwei Seiten. Wir können dann natürlich uns jetzt dann auch hier das Musch-L machen. Da lasse ich jetzt das Vokal raus. Jetzt wirst du immer wieder der Herrschende, der Gouverneur. Jetzt können wir natürlich das nächste Spiel machen mit der Muschel. Wir können da ganz einfach mal schauen, was ist das hebräische Wort für Muschel? Halt, den habe ich jetzt verkehrt gemacht. Einen Moment.
Übertragung ist gut, jetzt dauert immer wieder ein bisschen. Dann kommt er nicht. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt schauen wir mal, was heißt Muschel auf Hebräisch? Das sind jetzt erst einmal Granate, das sind immer und Übersetzungen, Rückübersetzungen, die Bälle, merkst du jetzt schon, da springen wir schon, wenn da haben wir schon Benny, meine Oberfläche. Benny ist meine Oberfläche, ist die existierende Wahrnehmung. Nimm es einfach, wenn wir das jetzt eingeben, ist das unter anderem meine Oberfläche, auch ein Aspekt von mir, ist die existierende Wahrnehmung. Jetzt haben wir, dass du immer von einer Gedankenwelle nur eine Seite siehst. Pen ist der Aspekt, mein Aspekt. Benny wird als Oberfläche übersetzt, meistens in der Dora. Lass mich schnell reinspringen. Aspekt, immer dran denken. SB ist eine Schwelle, keine Schwelle. Eck ist eine Eckschwelle, eine Ecke. Ein Aspekt. Mhm. Benny ist jetzt vor mir, die Gesichter, das Aussehen, das Gesicht. Vor und auf der Oberfläche von. Mhm. Ja. Da hast du aber nur einen Aspekt, das habe ich gerade erklärt. Wenn man unsere Wellen nimmt, du kannst entweder nach oben schauen oder nach unten schauen. Du fühlst dich entweder jetzt gesund oder krank. Jetzt ist es entweder um dich herum hell oder es ist um dich herum dunkel. Das andere ist im Hintergrund. Haar inter, das ist immer das Gegenteil, ist in dir drin und das, was du vorstellst, innerhalb und außerhalb. Das ist jetzt nochmal eine ganz neue Facette davon. Und wenn man jetzt dann das M dazu machen, das mehr Benim heißt es ja zwei Aspekte und diese zwei Aspekte, jetzt hast du dein, zum einen die geistige Sicht, dann die Gehirnsicht auf der Vorderseite, dann hast du den Sinus, dein raumzeitiges Intellekt erzeugt zwei Existenzen, die zwei Existenzen sind Affekopf, sind 100, sind die, und das Ganze ist aber auch innen, darum heißt dasselbe Wort auch Inneres, tausendfach darauf eingegangen. Was uns jetzt wichtig ist, dass NH, diese Oberfläche ist jetzt deine existierende Wahrnehmung, dieser eine Aspekt. Das ist das, was du davon siehst. Dann haben wir nochmal die Muschel, die schreibt sich jetzt hier ZB, die Geburt einer von geöffneten Wissen, wenn wir das blau machen. Die Geburt von geöffneten Wissen. Mhm. Und so weiter und so weiter, das sind dann Übersetzungen, dann kommt ein kleines bisschen eine Schinnecke, eine logisch existierende Ecke, ist auch eine Schnecke, ist eine gewisse Art von Muschel, etwas, was in einem Gehäuse steckt. Und wieso ich jetzt dazu Muschel, die Miesmuschel hergeholt habe, ich zitiere jetzt Robert Anton Wilson. Und jetzt schau einfach, wie du drauf reagierst, wir machen einfach mal ein paar Bilder. Und was nehmen wir dann für Bild? Nehmen wir mal das hier, dieses Bild hier. In der neue Prometheus von Robert Anton Wilson sagt Robert, also er zitiert Gott. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass wir weibliche Muschis schlecken, hätte er ihnen nicht das Aussehen einer Muschel gegeben. Schlürfen, Entschuldigung, glaube ich, schreibt er. Jetzt wirst du feststellen, Robert Anton Wilson zitiert, bitte, nenn mich schmutzig oder nicht schmutzig, da heißt es, wenn Gott nicht gewollt hätte, dass wir Männer Muschis schlürfen oder schlecken, dann hätte er ihnen nicht das Aussehen einer Muschel gegeben. Eine tiefe Bilder und Namen und Worte haben eine tiefe Symbolik. Da ist jetzt das Immerseiende, das öffnet sich in zwei Seiten. Du siehst es immer wieder, das Männliche und das Weibliche. Das baut sich hier auf, wobei das jetzt eigentlich der Muskel ist. Der Musculus ist das Mäuschen auf Lateinisch. Aber ich will nur sagen, wenn man in die Sprache geht, kippt es immer in einen komplett neuen Kontext um. So viel zum Thema, einer von vielen, von Tausenden und Millionen von Menschen, die du dir ausdenken kannst. Wir können uns den anschauen. Das ist dann hier allgemeine Semantik, ganz, ganz tief. Jedes Wissen, das sind alles winzig kleine Puzzlestückchen von Holofeeling. Genau. Und das Umkippen in Meinungen ist sehr vielfältig. Ich sage immer wieder, schau, ich habe da rein jetzt mal diese Sapper offen. Das ist Sapper, da haben wir schon SUB, wissen wir ja, ein Sof. Sub ist ja ganz das Ende. Dieses ein Sof, das nicht existierende Ende. Von allem, von dem ich immer sage, das ist das Bewusstsein UBs. Das göttliche Bewusstsein der Urknall, bevor er geknallt hat.
Und das Pair können wir machen, ist die Weisheit ist ER Quadrat, das sind wir zwei. Der wird per durch uns in einem gewissen Maß erweckt. Wir können auch das dann blau machen, PR, das Wissen, das berechnet wird, ist dann der Stier, das raumzeitliche Tier, das Wissen des Tiers. Und das ist ja hier das Abend, schau, wir haben der schöpferische Sohn, jetzt ist aber A als Negativum gelesen, ist es definitiv eine nicht-polare Existenz. Mhm. Weil du Geist bist eine Synthese von dem, was du dir ausdenkst. Der eigentliche Adam, der Seher Venegova, Denker und Ausgedachtes, es ist nicht der ausgedachte Adam, sondern der, der sich den Adam ausdenkt. Bist du dabei? Ja. Absolut. Darum kann ich auch sagen, das ist dieser Sub, dieses Ende ist eine nicht-polare Existenz. Es ist der Punkt, aus dem diese polare Existenz entspringt. Merkst du, was man aus dem Wort machen kann? Ah ja. Und das ist Geschlossensein, esse jetzt gelesen als Sein, lateinisch gelesen. Es ist ein Geschlossenseiendes. Darum heißt es auch, dieses Abend, der schöpferische Sohn öffnet in sich selber den Adam, Berot. Wir wissen, Berot heißt im Adam, weil das hebräische Wort Rot ist auch die Radix Adam. Wir können natürlich auch lesen, automatisch kriegst du polare Berechnungen, das hebräische Wort heißt das Äußere und was sind die Zeichen. Jetzt sind in dem Adam die äußeren Zeichen. Ja. Jetzt machen wir einen kleinen Trick, wir machen aus den 2b. Machen wir 2ff. P und F ist ja derselbe Buchstabe im Hebräischen, mit Dagesh und ohne Dagesh. In dem Moment, wo das zwei Facetten waren, kriegst du ein Leid, ein Ertragen, ein Leiden, ein Dulden, ein Erdulden müssen, ein Erfahren, ein Aushalten müssen. Du musst schlichtweg und einfach, musst du diesen Traum ertragen. Du musst ihn tolerieren. Es ist ein Traum, es sind einfach nur Geschichten in Geschichten in Geschichten. Es wird noch interessanter, ich kann da noch, weil immer dieses, das Waff wissen wir im Hebräischen, der Buchstabe Waff. Darum ist es so wichtig, wenn man jetzt unten, da unten hinschaut, ich habe jetzt den Waff hier angehört, hier unten hinschauen. Das ist das Zeichen Waff, wird im Hebräischen als W, als V, als U und als O gesetzt. Dann kann man das immer austauschen. Ich kann jetzt hier praktisch, das Sof, Suf kann ich ja aussprechen, aber bei V kann ich dazwischen nicht aussprechen, weil dann gleicher P, F, P ist F. Ist ja nur ein Buchstabe im Hebräischen. Wenn ich jetzt das weiß und das P, gibt es zwei Möglichkeiten, da kann ich ein P und ein F. Denk an das PH, Foto. Ja. Wenn ich jetzt den kleinen Trick mit einsetze, dann kriege ich plötzlich auch, ich kann aus dem U, O machen, aus dem F ein P und das F lasse ich ein F, dann steht hier Opfer. Dann kann ich sagen, ich brauche ein raumzeitliches Opfer. Da steckt es im Wort Schöpfer, steckt es auch mit drin. Genau. Dass das noch nie aufgefallen ist, dass in dem Wort Schöpfer auch das Wort Opfer mit drin steckt. Stimmt oder stimmt? Selbst der Hammer. Jetzt kriegst du den Creator. Ich sage immer, du bist ein Creator und ein Kreatur Re. Die Kreatur kehrt immer wieder zurück, der Creator. Aber Creatio, wissen wir, Creatio ex nihilo? Das eigentlich das zu tun hat mit einer Erschaffen, Erzeugen, das ist hier schon sehr modern, dass Creatio eigentlich die Grund, eine Erwählung, du wählst aus diesen unendlich vielen Möglichkeiten, die in dir drin sind, aus dem Internet, wählst du eine einzige Seite heraus. Und diese Seite, die jetzt in dir auftaucht, ist eine doppelt auf W aufgestellte Schöpfung von wahrgenommenem Licht. Wahrnehmbares Licht ist jetzt rein abstrakt zu sehen, wo ich sage, die Sachen in einem Kino werden durch Licht, ausgedachtes Licht projiziert. Nicht zu verwechseln mit einem Rundlicht. Und das hat man im letzten Selbstgespräch, diese Schöpfung von wahrgenommenem Licht ist jetzt das Zelt. Und ZL, da haben wir zuerst einmal die Geburt eines Jochs, ELD haben wir unser Brandopfer. Ich komme gleich 70-30 gelesen, ist ja hier unser Hochheben, unser Joch, das in Erscheinung tritt. Ich kann auch das E als Vokal rausschmeißen, dann habe ich praktisch ZL, die Geburt von Licht ist der Schatten.
Weil das rote Licht muss ja geboren werden zu einem blauen Licht werden. Das braucht er wieder ein bisschen. Das ist jetzt der Schatten und jetzt habe ich auch, die Schatten sind eine junge Schlange. Das ist dieses, weil du jetzt chronologisch denkst, denk wieder an die Bilder im Film, an die Worte in einem Buch. Du meinst, die Bilder kommen zeitlich nacheinander, weil du dir die auseinander denkst. Aber die sind immer jetzt, zack, 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 und das kleine Bild anschauen. Ja, so ist. Und das Dehin ist eine Schattenerzeitung, ein Gebucht einer Lichterscheinung. Schaust du, wie schön das hier beschrieben wird. Perfekt gelesen heißt es, du hast einen Schatten. Das darf am Ende ist nämlich, darf am Anfang heißt imperfekt gelesen und am Ende ist es perfekt. Hebräische Grammatik. Und um das nochmal zu zeigen und das ELD als Ganzes gelesen, ohne das Waff vorne, da haben wir jetzt den Polarrand. Und du merkst, was jetzt passiert, wenn du spielst mit Wort. Und jetzt haben wir halt das große Problem, dass ich mache mal ganz kurz mich nochmal zu schauen, wie viel Zeit das machen. Du mal da kurz ausschalten. Wir haben jetzt die Sache, dass wenn du was liest, wenn du Schrift vor dir hast, zum Beispiel eine Zeitung, ein Buch, dass du aus diesen Worten, die in dir auftauchen, aus dir eine Internetseite, dass du mit einem ganz persönlichen Intellekt, mit einem Schwamminhalt, mit einem zaunerzogenen Wissen, diese Worte zu Vorstellungen machst, die du dir ausdenkst, genau, die extrem subjektiv geprägt sind. Entschuldigung. Kein Problem. Die extrem subjektiv geprägt sind. Das heißt, was du denkst, ist, weil du es denkst und genauso wie du es denkst. Und ich weise jetzt immer wieder darauf hin, das sind jetzt so Kernsätze. Solange du dir dessen nicht bewusst bist, dass du meinst, du hast mit den Menschen, die du dir denkst, nichts zu tun, die sind, die existieren nur in dem Moment, wo sie von dir gedacht werden und sie sind genauso wie du sie dir denkst. Egal an wen du denkst. Egal wo du dir denn räumlich oder zeitlich jetzt hindenkst oder sagst, der hat ja gelebt, den gibt es ja da außen nicht mehr. Du bestimmst, ob das ganz große, weiße Menschen sind oder ob es Arschlöcher sind. Du bestimmst, ob das ganz böse sind. Ich sage jetzt nur das Wort Hitler. Und da komme ich jetzt, jetzt mache ich den schönen Sprung, darum habe ich gerade jetzt hier Wissen. Und jetzt machen wir mal, was Wissen macht, wenn du ein hundertprozentiger, ein tausendprozentiger Materialist bist. Ich zitiere da gerne immer meinen Jan Jakob in Bezug auf seine Mutter, wo er gesagt hat, meine Mutter ist so ein hundertprozentiger Materialist, wenn Materialismus eine Religion wäre, würde sie heilig gesprochen. Materialismus ist eine Religion. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Und zwar springen wir da jetzt mal hier rein. Und ich mache nur, ich klage nicht an, ich beschreibe. Wir nehmen mal die süße Kleine hier. Da gibt es einen YouTube-Kanal. Und das ist natürlich schon hier. Das schreibe ich mit Holofeeling. Siehst du, jetzt hast du da mal Worte, du denkst dir noch nichts aus. Das heißt, wie das Nichts, vom Nichts, vom Schöpfergott, wenn wir das hebraisieren, wie das Meer. Da können wir jetzt auch noch drauf eingehen. Drum hast du auch Laien, die Egger. Ist eine deutsche, wohlgemerkt, das sind jetzt Worte und wir machen aus den Worten Vorstellungen. Ist eine deutsche Wirtschaftsjournalistin, Fernsehmoderatorin, Chemikerin, studierte Chemikerin, Max-Planck-Institut, da kannst du den Werdegang ja anschauen, was sie alles studiert hat. Und ist auch sehr verbunden hier mit Lernvideos, ARD, ZDF, Jugend für junge Erwachsene. Macht die absolut super, aber sie ist eine tausend, die müssen wir auch heilig sprechen. Sie ist eine tausendprozentige Journalistin. Materialistin, Entschuldigung. Ja. Und ich fahre jetzt da ganz kurz mal rein. Wir lassen mal so ein Video von ihr laufen. Die sind ganz toll. Unser Aufhänger war, ich mache jetzt eine Bröselgeschichte. Ich habe ihn Holger darauf hingewiesen, der Holger hat sich dann eins dieser Filmvideos rausgesucht, wenn man ihren Kanal hier nimmt, MyLab. Hallo, ich heiße ganz, Mai. Ganz tolle Videos und zwar hier das neueste über Glutamat. Da haben wir natürlich schon wieder unser Glut, unsere Wellen und den Automaten irgendwie mit drin hängen. Ich habe vor 20 Jahren schon darauf hingewiesen, dieses Dogma von irgendwelchen Spitzenköchen, dass das schädlich ist. Habe ich gesagt, vor 20 Jahren schon, es ist ein natürlich vom Körper erzeugter Stoff,
Und ich sage, recherchiere, es gibt weltweit, das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt, weltweit keine einzige Studie, dass das schlecht wäre für den Körper. Es ist ein Dogma. Es ist schlichtweg ein Dogma. Und das bestätigt die jetzt hier eigentlich in den vor 5 Tagen in den ganz aktuellen, sie ist studierte Chemikerin. Natürlich kommt noch dazu, dass sie Asiatin ist und die träufen in Asien ja ihr Zeug mit Glutamat. Und ich sage, es ist interessant, wenn du was anschaust, du musst das beobachten, ob du mit dieser Aussage sympathisierst oder ob du nicht sympathisierst. Der erste kann, du musst dich so weit bewusst halten im Jetzt, dass du ständig beobachtest, dich selbst, dein Wertesystem beobachtest. Ob du mit irgendwelchen Sachen, die in dir auftauchen, ob das Videos sind oder im normalen Bröselleben, Äußerungen von anderen Bröseln, anderen Menschen, wie du drauf zwanghaft reagierst, ob du Beifall klatscht, nickst, das bestätigst oder ob du sagst, was ist das, wie kann man sowas glauben? Es geht mir darum, dass du dir deiner ständigen einseitigen Wertungen bewusst wirst. Mir geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Das ist, hängt von deinem Programm ab. Hören wir mal, was die jetzt hier sagt. Hallo, ich heiße Mai. Ich bin Chemikerin und ich mache Science-Videos. Immer werde ich gefragt, wie kamst du auf Chemie? Warum interessierst du dich für Naturwissenschaften? Was ist daran so faszinierend? Tja, wo fange ich da an? Vielleicht mit der Sonne, diesem riesigen Gasball, in dem winzige Atomkerne fusionieren, was so verdammt heftig ist, dass selbst hier in fast 150 Millionen Kilometern Entfernung... Das ist ein reines Zitieren, es ist eine Religion. Und ich mache immer mein Standardbeispiel, wenn du jetzt in den Glauben, in die Religionen reinsprichst, Naturwissenschaft ist eine Religion, Religionen schreiben ihre Satzungen in Büchern fest. Schlichtweg und einfach, und wenn du jetzt hier den Glauben anhängst, dass du sagst, ich bin ein Moslem, dann hast du deinen Koran als Buch mit den Satzungen, dann wurde ein Jesus für dich in der Vergangenheit gekreuzigt, und wenn du ein Jude bzw. ein Christ bist mit dem Neuen Testament, dann wurde er nicht gekreuzigt, und da ist jetzt die Sonne da oben, die so und so weit weg. Es wird einfach geistlos Schwamminhaltswissen, mit dem er dich in Elternhaus und Schule an der Uni vollgesaugt hat, wird rezitiert. Das ist das Hauptthema von den letzten Selbstgesprächen. Und dein Schwamminhalt ist nichts anderes. Und der Schwamminhalt, du hast dich wie ein Schwämmchen vollgesogen. Deine Sprache, deine Wortauslegungen. Und jetzt können wir uns ruhig denken, wärst du in der Türkei groß geworden, vom Bauerndorf oder in China, würdest du einen anderen Glauben haben, eine andere Sprache sprechen, du wärst immer noch derselbe Schwamm, derselbe Körper. Ich sage, wenn du in den Spiegel reinschaust, würdest du aufgrund deines Konstruktprogrammes denselben Trockennasen auf dem Körper sehen, du wirst aber anders denken, eine andere Sprache haben, um das ein bisschen fassbar zu machen. Darum geht es mir jetzt aber gar nicht, sondern ich will zeigen, was Naturwissenschaft macht. Es geht hier um dieses, die da nur... Der Name wird dir wahrscheinlich eher was sagen, wie sie, ein Drama in 5 Akten, total aufgeschlüsselt, jetzt zerlegt sie ihn nur, das ist ein Comedian. Er hat sich dann übrigens verteidigt dazu, ohne sie selber anzusprechen, auf seinem eigenen Chat. Und da schauen wir mal ihre Fakten, da geht es auch dann um die Meinungsfreiheit in Deutschland, wie weit kann man die Meinungsfreiheit gehen lassen. Und ich kann immer wieder sagen, dasselbe, was ich zum Daschner gesagt habe, ich finde die klasse, wie sie es macht, aber es ist ein einziges Rezitieren von Dogmen, die sie als richtig ansieht, und sie lässt keine andere Meinung neben sich gelten. Das ist das Hauptproblem, die Quelle von Leid. Und es ist so schwer zu verstehen, dieses sich die anderen Meinungen zu eigen machen. Und ich kann dir immer nur den Tipp geben, solange du dich jetzt als Mensch, als Person erlebst, als Brösel unter Brösel, sagst du mal, Gedanken sind kein Geist. Es gibt nur einen träumenden Geist, das bist du. Und du erlebst nur deine Traumwelt. Das ist eine von dir erschaffene Traumwelt. Das Prinzip erkläre ich dir mit Holofeeling. Aber wichtig ist, sagst du mal, dass du erkennst, dass du Geist, rot geschrieben, der Einzige ist in dem Spiel, der immer ist und der sich nicht verändert. Die 200 Gramm rote Gnete bist. Dass hier jetzt auf der Bröselebene, wenn jemand in dir auftaucht, und du beobachtest es, ob du da dazugehörst, es ist vollkommen gleichgültig, oder nur Pickelmännchen beobachtest, dass wenn zwei verschiedene Perspektiven, Meinungen aufeinandertreffen, die auch immer, die will alles ausdiskutieren. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt, ist ein klares Zeichen von Einseitigkeit. Sie hat kein Interesse am heiligen Ganzen. Das heißt, an sich selbst, an das, was sie Wirklicht als Wirklicht, als wirkendes Licht, ich nenne es immer die Lampe im Projektor, ist.
Darum sage ich auch, du sollst dein Licht nicht unter einen Scheffel stellen. Mach ihn frei. Mach es frei, dass es alles erleuchtet. Und jetzt ist es also so, dass du einen Ansatz, was ich Geistesfunken nenne, hinter einer Maske, hinter einer Person erkennst du an Neugier. Ein Mensch, der nur diskutieren und eine Einseitigkeit intronisieren will, ist eine vollkommen geistlose KI. Und jetzt hören wir uns da ein bisschen rein. Die Zeit nehmen wir uns. Ey, warum disliked ihr jetzt schon das Video? Es hat noch nicht mal angefangen. Come on! Willkommen zur MyLab Drama Analyse. Falls ihr das Drama um Dieter Nuhr und die deutsche Forschungsgemeinschaft nicht mitbekommen habt, hier ein kurzer Recap. Alle anderen können hier unten zum nächsten Kapitel springen. Die deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, möchte mit ihrer aktuellen Kampagne gemeinsam, Hashtag für das Wissen, Überzeugung für eine freie und erkenntnisgeleitete Forschung in die Gesellschaft tragen. Die DFG sammelt kurze Statements, in denen sich verschiedene Menschen für das Wissen aussprechen, darunter auch Dieter Nuhr. Letzte Woche Donnerstag wurde Nuhrs Statement gepostet. And people were not having it. Nuhr missbraucht seine Position, um die Klimakrise zu verharmlosen und hat dasselbe mit der Corona-Pandemie gemacht. Er ist quasi der knallharte Gegenspieler aller seriösen Wissenschaftsjournalistinnen. Unterirdische Entscheidungen, ihn so zu inszenieren. Autsch, ich glaube nicht. Dann können hier unten zum nächsten Kapitel. Es ist immer wieder so schön, die seriösen Wissenschaftler. Das ist immer so der Schlagwort. 98% der seriösen Wissenschaftler, wir Wissenschaftler, unser Resch, wir wissen ja. Was wisst ihr eigentlich? Geistlos nachgeäfftes Wissen und sobald eine Gegenmeinung auftaucht, die nicht eurer Meinung entspricht, sind es Verschwörungstheoretiker, das ist falsch. Das ist, dreht sich immer um das. So kommt, was du keine Heiligkeit hervor für Heiligung deines eigenen Wissens herbeiführen können. Ich sag dir jetzt schon das Video. Es hat noch nicht mal angefangen. Come on! Willkommen zur MyLab Drama Analyse. Wann waren in der Wissenschaft zuletzt Liberalität, Vielfalt der Sichtweisen und Gelassenheit wichtig? Da passt manchen Leuten die Nase eines Promis nicht, sie stimmen mit manchen seiner Statements nicht überein und fordern prompt, die DFG möge sich distanzieren. Und sie tut es? Liebe DFG, der Beitritt von Herrn Nuhr war sachlich und richtig. Nicht jeder mag alle Äußerungen eines Comedians. Das ist diese Streitereien, die du in deiner Welt hast. Es ist alles, was du an Kommentaren öffnest, in irgendeiner Art und Weise, das kannst du. Das da unten, was da oft rund ist, kannst du komplett vergessen. Da siehst du nur ein Gestreide, aber was ist das? Das sind eigentlich wieder nur Worte und du denkst dir welche aus. Ja. Es ist wie in unserem Blog. Inwieweit ist ihr der Glaube noch, wenn du jetzt, wir irren uns im Bohr, Harald, wir irren uns im Bohr auf der Leiter der Wissenschaft. Nein, die haben sich schon längst selbst abgeschnitten. Weil sie in ihren Dogmen festhängen. Das Gefängnis, wo sich jeder einsperrt, der keine eigene Meinung hat. Was ist meine ureigenste Meinung? Du hast noch keine eigene Meinung. Deine Meinung ist eine Anderung. Ihre Meinung ist eine Anderung. Es sind die Meinungen deiner Lehrer, deiner Erzieher und all derer, deren ihre Äußerungen dialogisch erscheinen, weil sie einhergehen mit deinem Programm. Darum mache ich immer das Beispiel mit Computerprogrammen. Wenn deine Meinung Betriebssystem Basic plus Basic-Programme ist, dann ist Windows vollkommen eine Lüge und unlogisch. Das ist etwas Komplexeres gibt, wo dein Denken ein Untersystem ist. Dass ich jetzt zum Beispiel von einer Küche rede und du behauptest, der Küche ist ein Kühlschrank und der andere sagt, der Küche ist ein Herd. Ich sage, ihr habt beide ein bisschen recht, aber nur ein bisschen recht. Mein Kabelsteckerbeispiel. Eine Küche ist keins von beiden. Wetter ist nicht Sonnenschein oder Regen oder Schnee oder Graube, sondern es ist eine Kollektion von Möglichkeiten. Und wenn du das verwechselst, eine Wohnung ist ein Schlafzimmer. Nein, eine Wohnung hat auch eine Küche dazu und ein Badezimmer dazu. Du musst die höhere Kollektion verstehen. Dein Wissen ist eine Facette aus einem höheren Wissen, das dir aber unlogisch erscheint. Übrigens ist Basic Betriebssystem auf einem Windows-Computer Lauf. Du kannst es runterschalten. Es ist ein Untersystem, ein winziges. Aber deswegen richtige Aussagen zu löschen, ist unsachlich. Ist Löschen der Weg des neuen wissenschaftlichen Diskurses? Wohlgemerkt gab es sowohl gegen Nuhr als auch gegen die DFG viele nicht so sachliche Beschimpfungen und Beleidigungen, die ich jetzt hier natürlich nicht wiederhole. Das ist natürlich das Primitivste dann, das beleidigt wird. In irgendeiner Form. Wobei, da kann immer zwei dazu, einer, der beleidigt und einer, der beleidigt ist. Und du hättest die Freiheit, nicht beleidigt zu sein, weil du einfach bloß drüber lächelst. Weil letzten Endes nur eine Figur in deinem Traum sagt, zu dem, der du zu sein glaubst, den du dir genauso ausdenkst, der für dich, da ist für dich kein Unterschied. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an den Holger denkst, ob du an die Ritter denkst, ob du an den Udo denkst oder ob du an dich selbst denkst? Für dich ist vielleicht da noch ein großer Unterschied, für mich ist da überhaupt kein Unterschied. Es sind einfach nur unterschiedliche Gedanken. Genau. Holen oder einblenden werde, aber ihr könnt euch denken, dass in dem Storm einiges an Shit war.
Es ist immer interessant, der Storm ist ja der Sturm. Ja. Immer wieder dran denken. Ungeordnet widerlegt wird. Doppelt aufgespanntes Kind, niedergerissen, die Heiligkeit wird niedergerissen. Das ist einmal das Erste, da können wir jetzt ihr dahinter machen, dann heißt es Geistesfunk, da wird jetzt wahrscheinlich nichts kommen. Das heißt, ihr Wildes, ihr Unniederlegtes. Und das ist Shit. Shit haben wir im Beroshit schon drin. Ja. Und dieses Shit, das ist das erste Mal ein Dorngestrüpp. Die Basis haben wir wieder unser Fundament. F unter, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das ist wie das Leid, das du selbst um dich rumlegst. Diese ganzen Krankheiten. Ob das Corona ist oder irgendwelche Idiotengeistlose. Das Ganze ist aus wahrgenommenen Ecken, Haus, aus Hecken heraus, B-Rei im Spiegel. Ist verrückt, oder? Und das heißt halt einmal etwas setzen, einsetzen, aufstellen, anordnen, machen, sich verschaffen. Das sind doch alles nur logische Affen, bei eigener Definition. Bestimmen, die bestimmen und die richten. Und dann legen sie sich eine Car-Light, ein Light zu. Dor ist eine generierte Existenz. Da haben wir übrigens den Ruach. Raumzeitliche Spiegelungen, Rauch, Ruch, das alle rausschmeißen in den vier Weltgegenden. Das sind das, was sie hier sich aushecken und bereiten, in sich selber in Ecken rein fokussieren. Das ist immer unser Satz B, Roshit. Hier über den Udo drüber, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgestellt, eingesetzt, angeordnet. Aber das wiederum hängt ab vom Programm. Gut, merkt ihr, die Worte sind, wenn man die vielfältig auslegt, ist immer dieselbe Geschichte. Hier bleiben wir immer sachlich und entspannt, deswegen holt euch einen Tee, meinetwegen auch einen Eistee für den extra Chill. Macht es euch gemütlich, los geht's. So, Freunde der Sonne, wir analysieren das Drama heute unter 5 Gesichtspunkten. Es wird quasi ein Drama in 5 Akten. Akt 1. Nein, nein, das ist normal. Hören wir uns erstmal an, was Nur in seinem Statement im O-Ton gesagt hat. Wissen bedeutet nicht, dass man sich zu 100% sicher ist, sondern dass man über genügend Fakten verfügt, um eine begründete Meinung zu haben. Weil viele Menschen beleidigt sind, wenn Wissenschaftler ihre Meinung ändern. Nein, nein, das ist normal. Wissenschaft ist gerade, dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert. Wissenschaft ist nämlich keine Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, der hat das offensichtlich nicht begriffen. Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben. Deshalb ist sie so wichtig. Moment mal. Das ist jetzt ganz interessant. Sie ist eine tiefgläubige Materialistin, eine Wissenschaftlerin, der stößt es natürlich auf. Genau. Ich würde sagen, ist alles richtig, was er gesagt hat, was ein bisschen, denk an die Fakten, die Faktenlage. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und das Einzige, was du im unmittelbaren Jetzt überprüfen kannst, ist das, was jetzt existiert. Und alles, was jetzt nicht existiert, existiert eben nicht. Das ist kein Faktum. Es ist eine Mutmaßung. Und jetzt könnte ich wieder sagen, mit was hast du dir jetzt die ganze Zeit dieses Video angehört, mit was hast du den Monitor angeschaut und wer hat es erlebt? Mit Augen, die nicht existieren, bevor ich das jetzt ausgesprochen habe, mit Ohren, die nicht existieren und erlebt es das Gehirn, das du dir jetzt denkst, das auch nicht existiert hat? Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Für einen träumenden Geist existiert bloß eine Information, die aus ihm selber kommt in einem ständigen Wechsel. Das ist hundertprozentig sicher und das wirst du irgendwann einmal akzeptieren müssen. Das ist eine Akzeptanz, eine Substanz, ein Tanzen in dir selber, ein ständiges Kommen und Gehen. Das ist ein hundertprozentiges Faktum. Und die Wissenschaft sind Momentausstellungen zu allen Zeiten, die ich mir jetzt ausdenke in die Vergangenheit. Die Wahrheiten von heute sind die Sachen, wo die Menschen drüber morgen lächeln. Wissenschaft sind Wissensverhinderer. Genau solche Typen wie Sie sind absolute Wissensverhinderer, weil alles so unendlich logisch ist. Du merkst schon, ein Drama, hier ein Akt, ein Kampf gegen diesen Nestbeschmutzer. Mal. Wo habe ich das schon mal gehört? Wissenschaft ist nicht die Wahrheit. Aber sie ist
die beste Näherung, die uns zur Verfügung steht. Weit, weit gefällt, das ist die Religion, wenn man sie richtig übersetzt. Nicht die Religionen, die dir deine Religionsgemeinschaften einrichten mit Feindbildern, sondern die Religion, die in den Heiligen Schriften vermittelt wird. Mit mach dir kein Bild von dir selbst, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Wenn wir einen Vatikanstaat nehmen, eine Religion, die diese Sätze nehmen oder auch die Zeugen Jehovas, die ihr heliozentrisches Weltbild auf dem Wachturm vorne drauf machen oder ein Vatikan, die eine eigene Sternwarte haben. Die haben von den Worten nichts mehr verstanden. Es sind tiefgläubige Materialisten. Ich sage nochmal, den ersten Fehler, den du zu erkennen hast, ist, dass in deiner Traumwelt alle von dir ausgedachten Menschen nur eine Weltreligion anhängen und das ist der Materialismus. Das gilt auch für die Ivri, für die Hebräer, die glauben auch, dass sie in der Vergangenheit von ihrer Mutter geboren wurden, dass sie keine Geister sind, kein Adam sind, dass es einen Abraham gegeben hat in der Vergangenheit. Das chronologische Denken ist die erste Falle, die man verstehen muss. Und dann kann ich auch die Johannes-Offenbarung verstehen, wo es dann in der Enthüllung heißt, stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde, die ich mir bisher aufgrund meines anerzogenen Wissens ausgedacht habe. Egal wie ich mir jetzt Himmel und Erde ausdenke. Die werden vergehen, die sind in mir, das sind einfach nur ein Gedanke, der in mir auftaucht. Dass diese heiligen Schriften sind eine hundertprozentig präzise Beschreibung von dem, was Geist erlebt und wie Geist funktioniert, bis hin in die Zahnebene, dass es ein Computerprogramm ist. Aber nicht diese einseitigen Auslegungen an der Theologen und der religiösen Menschen, das ist wissenschaftliche Auslegung. Theologie ist eine Wissenschaft geworden. Aber Wissen, die verschaffen sich kein Wissen mehr, sondern sie legen einseitig aus. Wissenschaft bedeutet, fortlaufend neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, nur Vollidioten legen sich auf eine Meinung fest, wenn es ständig neue Erkenntnisse gibt. Das ist ganz interessant, die Widersprüche, die ständig in sich selber da sind. Man will ständig neue Erkenntnisse gewinnen, aber die müssen im Einklang stehen mit den bisherigen Erkenntnissen. Denk wieder an mein Feynman-Zitat. Ja. Das heißt, sobald irgendeine Erkenntnis auftaucht, die meiner Erkenntnis widerspricht, wird die abgelehnt. Und ich betone immer wieder, wir müssen eine neue Erkenntnis haben, die alles, wie es ist, lässt, aber darüber hinausgeht, aber darüber über die bestehende Erkenntnis hinausgehen, tut doch jede Meinung, die verkehrt erscheint. Es ist eine andere Perspektive. Ich gehe aus meiner einseitigen Richtung heraus, um die Kehrseite betrachten zu können, muss ich eben mich geistig in Bewegung setzen, ich muss mich geistig umdrehen und muss mir das von der anderen Seite anschauen. Wenn ich bisher geglaubt habe, dass ich eine Tasse vor mir habe, kann das durchaus auch ein Becher sein ohne Henkel. Oder umgekehrt, wenn ich meine, es ist ein Becher, da ist kein Henkel dran, kann durchaus ein Henkel dran sein, aber auf der Kehrseite. Experimente können neue Erkenntnisse bringen, die dazu führen, dass man alles, was man bisher als wahr angenommen hatte, wieder in Frage stellen muss. Jetzt kommt schon wieder das schöne Wort Experimente. Ex heißt heraustreten, Bari heißt um mich herum und Mende. Mendior, nochmal. Das sind die wissenschaftlichen Ex, Bari um mich herum ist Mende. Sich etwas erdenken, etwas Erdichtetes vorbringen, Farben, sich gegen die eigentliche absolute Wahrheit versündigen, lügen, sich selbst täuschen. Das Mens, das heißt, sich etwas überlegen, dann fängst du an, geistlos was zu rezitieren, zu faseln, zu fingieren, zum Beispiel Atome oder Kugeln, Sonnen, die sich um Planeten, die sich um Sonnen rumdrehen, das ist doch nur ein Gefasel, zeig's mir. Das, was du mir zeigst, dieser Monitor, das ist eine Fotografie. Zum Lügner werden. Seine Versprechen nicht halten. Das ist jetzt eigentlich ein Oxymoron, weil wenn ich mich verspreche, muss ich das richtigstellen. Genau. Das hebt sich aber schon wieder auf, wenn ich weiß, dass die Vorsilbe Ver auch zwei Seiten hat. Ich kann das Sprechen verbinden oder ich kann das verstreuen. Ja. Etwas fälschlich vorbringen. Falsch, nochmal, das Wort falsch kommt vom Falla, lateinisch Falla. Und dann heißt es natürlich etwas überlegen. Da kommt das Wort falsch her, das ist ein Betrug. BE-Quadrat trügt sich selber.
Jetzt kann ich natürlich das auch wieder positiv lesen. Dann habe ich diese gespiegelt, diese Reihe ist verbunden in einem Geist. Denk an den Spiegeltunnel. BE-Quadrat ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung von vielen Spiegeln, die verbinden sich in den einem Geist, in dem Mittelpunkt, weil ja eigentlich nur der Hauptspiegel da ist. Da kommt das Wort falsch her. So, wo waren wir mit der Kleinen? Du merkst, dass erst durch diese Komplexität der Worte Heiligkeit entsteht. Und da geht es nicht um Diskutieren und einseitige Rechthaberei. Ist Dieter nur ein Freund der Sonne? Nein. Also, wer weiß, vielleicht ist es. Ich will damit nur sagen, es ist kein so großer Zufall, dass wir uns da überschneiden. Nein, nein, das ist ganz normal. Da sein Statement sehr konform ist mit dem, was viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftskommunikatoren sagen, weil es einfach stimmt. Warum dann die Kritik? Akt 2. Ad hominor? Die Kritik an Noors Statement lässt sich vielleicht am kürzesten in dieser Reaktion. Kritik ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Eine Bewertung ist zwangsläufig, Kritik sagt nicht das Geringste aus, was kritisiert wird, alles über die dogmatische Unvollkommenheit, Einseitigkeit des Glaubens dessen, der etwas kritisiert. Zusammenfassen, wer unwissenschaftlichen Blödsinn erzählt, soll nicht mit seinem Gesicht für die DFG und für das Wissen stehen, so das Argument. Einige halten aber auch dagegen, und zwar nicht nur Fans, Entschuldigung. Die sagen, man muss ja seine Comedy nicht mögen, aber wo er recht hat, hat er doch recht. Wie unwissenschaftlich Noor tatsächlich ist, das schauen wir uns in Teil 3 und 4 an. Klären wir hier erstmal eine Grundsatzfrage. Ist der Backlash gegen Noor nicht ein ad hominem Argument? Also ein Angriff gegen eine Person und keine Argumentation in der Sache. Das ist wie Greta Thunberg anzugreifen, anstatt sich mit Klimaforschung auseinanderzusetzen. Naja, es gibt auch Situationen, wo das Trennen zwischen Argument und Person nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, zum Beispiel bei solchen Statements. Natürlich geht es hier um die Sache, also für das Wissen, aber der Witz bei solchen Statements ist ja eben, dass prominente Personen mit ihrer Person, mit ihrem Gesicht für diese Sache stehen. Und solange man Dieter Noor nicht als Person angreift, sondern seine öffentlichen Aussagen... Das sollte jetzt immer klar sein, was jetzt da ist. Jetzt, de facto, einfach nur ein Monitor, ein Pixelweibchen und Geräusche. Und alles, was du, wenn du das jetzt durch dich, diese ständige Gedankenwende hier, dieses Geflaggere in dir, wird ständig von dir interpretiert und du kannst jetzt wirklich als Geist dich drüber erheben, als träumender Geist und beobachten, was dein jetziger Schwamminhalt, dein Intellekt für Vorstellungen aufbaut und welche Gefühle von Zuneigung, dieses Gefühl von, das stimmt, was die sagt oder was erzählt die für einen Blödsinn. Du kannst das beobachten. In dem Moment, wo du das jeden Moment dir bewusst machst, wie dein Intellekt diese Worte, dein einseitig funktionierender Intellekt, unvollkommener Intellekt, diese Worte interpretiert und in deinem Kopf jetzt sich einen Dieter Noor ausdenkt, der dann irgendwie ist. Ich bin immer beim selben Thema. Eine einfache Erkenntnis, jeden Menschen, den du denkst, der steht in dem Moment, wo du ihn denkst und er wird genauso sein, wie er von dir in dir als Information aufgebaut wird. Das wirst du dann verstanden, wenn du plötzlich sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Alle, die ich mir ausdenke, die habe ich gemacht. Ich bin dafür verantwortlich. Die sind so, wie ich sie mir denke, hier und jetzt. Und ich bin der sie wieder zerstört mit dem nächsten Gedanken. Also seine Inhalte kritisiert, ist es gerechtfertigt, sich daran zu stören, wenn diese Inhalte nicht konsistent sind. Also wenn er zum Beispiel in seinem Bühnenprogramm sich gegen die Wissenschaft ausspricht und dann in diesem Statement dafür. Sie ist jetzt in einen extremen Verteidigungsmodus, weil sie sich als Wissenschaftlerin sieht und jetzt macht sie den Widerspruch. Aristoteles, er spricht sich einmal dafür und dagegen aus, was sehr geistreich ist, elegant gelöst ist, aber sie lässt nur eine Seite gelten. Es darf nicht sein, entweder bin ich dafür oder ich bin dagegen. Ist jetzt der Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Er sagt einmal, es ist ein Kreis und dann sagt er, das ist ein Dreieck. Und das will sie nicht akzeptieren, es kann bloß eins von beiden sein. Nämlich, es ist ein Kreis und er hat nicht recht. Aber macht er das denn? Akt 3, die Gretchenfrage. Noor, sag, wie hast du es mit der Wissenschaft? Ich habe noch nie wissenschaftsfeindlich argumentiert, sagt er selbst. Na, wissenschaftsfeindlich ist für mich zumindest auch ein sehr starkes Wort. Das würde ich jetzt nur für wirklich harte Wissenschaftsverweigerer verwenden. Jetzt schwappt mir doch gerade der Tee über bei Wissenschaftsverweigerern. Aber wie steht Noor zur Wissenschaft? Regelmäßig behandelt er wissenschaftliche Themen und teilt dabei auch Kritik aus, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber ist diese Kritik
angemessen für jemanden, der sich... Großer Freund der Wissenschaft. ...nennt. Ich habe mir ein paar seiner neueren Auftritte vom letzten halben Jahr angeschaut und drei wiederkehrende Kritikpunkte festgestellt. Erstens, ob Feinstaub, Klimawandel oder Corona, wir sind zu hysterisch. Und dann rufen alle, ja, wir sterben. Nee. Jahrelang wurde über nichts anderes geredet, wie über Feinstaub und Stickoxide, nicht? Bis man es nicht mehr hören konnte. Und jetzt interessiert sich plötzlich keine Sau mehr dafür. Das ist halt der klassische Spiel. Könnte ich jetzt wieder sagen, vor 20 Jahren in Almenau habe ich schon darauf hingewiesen, das, was aktuell über Medien gemacht wird, ist das, was du in deinem Kopf hast, wenn du dich von Medien und Basieren informierst. Und dann gilt bloß das, was ist jetzt eigentlich mit Acrylamid? Mit Bratkartoffeln. Mittlerweile kann ich wieder doppelt gebackenes Brot kaufen. Wie ist Kassen halt hier, wenn du Müllprodukte zu braun machst, wenn es zu heiß wird, oder Kartoffelstärkeprodukte, dass das extrem krebserregt ist? Die Geschichte, wo ich so schlauchartig innerhalb von 2 Tagen, nachdem das in den Nachrichten gekommen ist, ist der Pommes frites-Umsatz in den Supermärkten um über 90% in den Keller gefahren. Keine mehr Pommes. Weil man könnte ja Krebs kriegen. Das ist das Prinzip. In dem Moment, wo das nicht mehr berichtet wird, mittlerweile gibt es wieder doppelt gebackenes Brot und so Römerkruste, alles zu kaufen. Das wäre zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen, das abzusetzen. Darum alle auf Weißbrot zurück, möglichst hell, ja nichts. Eine Scheißdrecksangst um den Körper, an den sie denken, weil sie das zweite Gebot brechen, wenn sie an sich selbst denken. Das sind geistlose Rezitiertchen und ich nenne das in fehlenden Führerscheinprüfungsbogen. Du wirst da vollkommen abartisch werden müssen, was das anbelangt, in Bezug auf deinen eigenen Körper, auf deine Familie. Es sind einfach nur Figuren in einem Traum, die Wirklichkeit ist komplett anders. Das ist jetzt mein Vorschlag, den ich dem mache, der mich sprechen hört. Ich erzähle es nicht irgendjemandem, den du dir ausdenkst. Nicht einmal den, der jetzt vor dem Computer sitzt, wenn du an dich selbst denkst. Der hat keine Überlebenschance. Nur Geist ist ewig, weil er rot ist. Und entweder akzeptierst du deine Ewigkeit irgendwann einmal und was feststellen, es öffnet sich was vollkommen Neues in dir. Und glaub mir, ich, rot geschrieben, weiß, vor was ich jetzt rede. Na, das ist doch irre, wie wir Hysterien entwickeln. Ein Jahr lang war hier eine Hysterie. Kein Wissenschaftler behauptet, die Erde werde unbewohnbar. Niemand. Die Wissenschaft sagt, es wird wärmer. Und das bitte will ich nicht verharmlosen. Das ist alles andere als gut. Das ist ein großes Problem. Aber durchdrehen hilft nicht. Hier könnte man... Ich sage dir jetzt, da gibt es auch genügend Wissenschaftler, die das Gegenteil behaupten. Das sind aber die, die zu den nicht seriösen Wissenschaftlern gehören. Das ist jetzt eine Sache der Ressource und jetzt reduziere ich das, egal welche Seite du mir, welchen Bericht, welche wissenschaftliche Studie du mir zeigst, im Internet oder in einem Buch oder in einem Schreiben, ich zeige dir 1000 wissenschaftliche Studien, die das Gegenteil behaupten. Das geht sogar so weit, dass zum Beispiel hier, jetzt ausgedacht, aus der Zeitung heraus, zu dem Zeitpunkt, wo sich das Hauptthema nicht Corona war, sondern die Klimaproblematik, dass hier selbst der Professor über Jahre, der Chef vom Max-Planck-Institut für Wetterforschung, hat erkannt, dass da elementare Fehler sind und er wurde entlassen. Das ist, wir sind wieder beim Thema, wenn du im öffentlichen Leben irgendeine Position hast, jetzt ausgedachterweise natürlich, und du sprichst gegen die offizielle Mainstream-Meinung, wirst du rein wirtschaftlich als Mensch vernichtet. Das ist bei unserer Bestattungsunternehmerin ist dasselbe, die Aussagen, vorhergehendes oder die letzten Video drinnen, dass diese Aussagen einfach von einer Bestattungsunternehmerin sind und wenn du dir die anhörst, kannst du am Schluss, ich bin ja nicht gegen Corona, ich sehe das ja alles ein. Dass da immer von Nummer sicher gehen, dass mir ja keiner ans Bein bissen kann. Aber die Äußerung, dass ich sage, für uns Bestattungsunternehmen war 2020 das schlechteste Jahr, in den letzten 10 Jahren, wir mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Das ist doch relativ, wo ist eine Pandemie? Und jetzt kommt natürlich in Holo-Feeling, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Für dich ist das da außen, was du glaubst, dass da außen ist. Und das kannst du dann auch auf deine Farbbrille holen. Das heißt, nicht eine Welt da außen. Zweites Gebot halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da außen, das angeblich unabhängig von dir da außen ist, auch dann, wenn du es nicht denkst, das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Wenn du jetzt glaubst, dass da außen viele Krankenhäuser und Corona-Kranke sind, aufgrund von Worten, die in dir auftauchen, dann wirst du die auch als sinnlich wahrgenommene Information erschaffen können. Du gehst dann in Krankenhäusern und die sind proppenvoll. Wenn du es aber im tiefsten Innern nicht glaubst, wirst du das
finden, was jetzt die Corona-Leugner feststellen, dass da nichts ist. Und die Figuren in deinem Traum, die ja auch nur von dir erschaffen werden, werden dann zwangsläufig das sehen, was du glaubst. Aber ein anderer träumender Geist, das hast du selbst mit einem komplett anderen Programm, siehst an die Kehrseite. Jetzt könnte ich sagen, das hörst jetzt die Schleife, die letzten Sätze nochmal an und was, wenn du das immer wieder wiederholst, wird dir das irgendwann nochmal vollkommen logisch erscheinen. Klimahysterie diagnostizieren, aber nein, das geht nicht mehr. Klimahysterie ist das Unwort des Jahres. Ich will das Problem nicht kleinreden. Ich glaube nur, dass Hysterie nicht hilft. Damit schlägt ihr ja den Gegenton an, zum Beispiel zu einer Greta Thunberg, die sagt: I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Das ist übrigens die Kleine im Prinzip, ist wie der schöne Satz bei unserer Bestattungsunternehmerin, wie sie gefragt wird. Ja, aber es wird auch berichtet, dass sich in den Krematorien die Särge stapeln. Und dann hat sie eine Erklärung dafür, die das komplett aus den Angeln hebt, dass die sagt, das stimmt auch. Aber die Ursache wird nicht erklärt. Die Kleine hier, die Ursache wird hier auch nicht erklärt, wenn du danach verstehst im Hintergrund. Das ist ein Geldimperium, wo die steuert. Es ist Meinungsmache. Begreif doch irgendwann, in deiner Welt dreht sich alles nur um Geld. Ist Geld diese Sau. Ärzte sind Krankheitenerfinder, die Pharmaindustrie sind Krankheitenerfinder. Da ist nicht einer im geringsten daran interessiert, denke ich mir jetzt, wo ihr merkt, du kannst gerne eine andere Meinung einnehmen. Selbstverständlich gibt es eine Gegenmeinung, die auch richtig ist, weil das jetzt eine einseitige Aussage ist. Ich sage, wenn du behauptest, dass das nicht so ist, dann ist es für dich so. Und es ist dann auch durchaus richtig, du wirst es dann mit diesem Glauben auch in dir so verwirklichen. Diesen Zustand erreichen. Ja, du hörst plötzlich ein Klingelingeling. Für dich ist es so, dass da außen einer ist, der dich anruft und umklingelt das Telefon. Für mich ist es so, dass da gar nichts ist, außer das, was jetzt existiert. Und in dem Augenblick, wo bei mir das Geräusch Klingelingeling auftaucht, denke ich an ein Telefon, ich erschaffe. Das ist wie wenn ich jetzt auch denke an dein Telefon, kann ich auch Klingelingeling sagen, in diesem Geräusch vom Telefon. Und dann denkst du aufgrund dieses Geräusches, sprich Wortes, das ja Klingelingeling jetzt als Geräusch, kann ich auch als Zeichen hinschreiben, Lautwesen hinschreiben. Diese Lautwesen lassen mich dann an ein Telefon denken oder irgendein anderes Klingeln an der Haustürglocke oder an der Kölkenglocke oder ein Fieben lässt mich an einen Vogel denken. Im Anfang war das Geräusch. Das heißt, im Anfang war das Wort und du interpretierst dieses Wort-Geräusch und baust eine Vorstellung auf, so wie du bei dem Wort Dieter nur eine Vorstellung aufbaust. Oder bei dem Wort Greta Thunberg eine Vorstellung aufbaust. Oder bei dem Wort Trump oder Einstein oder Hegel. I wanted to act as if the house was on fire, because it is. Ist er deswegen ein Klimawandelleugner? Natürlich nicht. Aber richtet er Schaden an, indem er ernstzunehmende Krisen öffentlich verharmlost? Trägt er dazu bei, dass... Ernstzunehmende Krisen, die gar nicht existieren würden, wenn man es nicht erzählt hätte. Wäre Corona nicht in den Medien erwähnt worden, wäre 2020 ein Jahr gewesen, wie alle Jahre vorher, bloß ein Jahr, wo sogar etwas weniger Menschen geistreich über alles gelesen gestorben sind, wie die Jahre vorher. Ja. Gibt es überhaupt noch Grippe? Na, wenn du sie denkst, gibt es sie natürlich. Denk wieder an den Agnostizismus. Mhm, wenn du sie denkst, gibt es Grippe. Ja. Dass Wissenschaftler nicht ernst genommen werden. Da kommt mir übrigens gerade in den Sinn, die Grippe ist also wie ein einseitiger Glaube. Da sind wir natürlich wieder vielfältig, du liegst in einer Grippe. Ich habe früher immer wieder, wenn ich als jünger Bursch fortgegangen bin und nachher ist man in die Diskothek gegangen und da sind dann so bekannte Mädchen rumgelaufen und dann habe ich immer gesagt, schau, da sitzt Fräulein Grippe. Und dann schaut mich mein Kumpel an und sagt, Fräulein Grippe. Ich habe dann immer bloß gelächelt und gesagt, wer hat sie noch nicht gehabt? Ich sage mal so, natürlich ist es besser, Krisen mit kühlem Kopf anzugehen. Aber da bei Kommunikation nicht das zählt, was man sagt, sondern nur das, was beim anderen ankommt, finde ich es beim Thema Klimawandel gar nicht so verkehrt, wenn Greta Thunberg sagt, I want you to panic. Weil wir da meiner Meinung nach weit davon entfernt sind, Panik zu schieben. Also ich finde, wir sind viel zu träge. Und ich glaube, das liegt daran, dass man die Folgen des Klimawandels nicht so konkret sieht, wie etwa diese kündlich verfolgbaren Infektionen. Ja, schau dir, was sie alles weiß. Sie glotzt auf den Monitor und sie hat ein genaue logische Konstrukt, wo man hier stündlich verfolgen kann, hier wie Corona oder Klima.
hier bei Corona, Covid, wie sich das verbreitet, das wird ja alles gesammelt. Das sind logische Konstrukte, eine Interpretation von einem Bild, einer Auslegung. Und die Sache mit den Sterbezahlen in Deutschland sind offizielle Daten, bloß genauer betrachtet. Aber selbst das ist ausgedacht. Wenn du das zweite Gebot hältst, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Du bist ein träumender Geist. Für dich ist da außen nur das, was du dir jetzt ausdenkst. Und dann haben wir die zwei Stufen. Bist du aus dem absoluten Internet, aus dem Inneren heraus in dein Inneres, dass es bewusst ein Gedanke ist, den du dir jetzt denkst, da muss dir klar sein, du hast jetzt einen Monitor, der außerhalb von dir zu sein scheint, in einer gewissen Entfernung vor dir, denk wieder an die Vorsilbe End, vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Das ist jetzt deine Information. Aufgrund dieser Anordnung von Pixeln, vom flackernden Lämpchen, denkst du dir die Oberfläche einer Erdkugel aus, obwohl das Ding flach ist, ohne Ende. Und die roten Stellen, das sind jetzt ganz klipp und klar, kann ich stündlich verfolgen, wie sich da außen das Corona ausbreitet. Es sind alles Interpretationen von was eigentlich? Also wohlgemerkt, Holofeeling geht noch weit über das hinaus, was Corona-Legende. Für mich sind Corona-Befürworter oder Leugner oder Klimabefürworter oder Klimaleugner. Das sind nur die zwei Seiten, das ist nur die Welle. Zu welcher Seite du dich dazuzählst, kannst du selber schauen. Aber mir ist wichtig, dass du begreifst, dass du wichtig bist. Wichtiger wie alles, was du dir ausdenken kannst. Wie ich dich im Zentrum sitzen und eine ständig wechselnde Peripherie um sich herum aufbauen, was du dir ausdenkst. Und dann immer noch nur in eine Richtung schaust. Gedanklich meine ich jetzt. Und die anderen 16 Perspektiven sind die Kehrseiten. Wohlgemerkt, die 16 ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Die sind mit Holofeeling nachvollziehbar und der Rest baut sich dann automatisch in einen viel feinstofflicheren Bereich auf. Jetzt bin ich da wieder reingesprungen. Moment. Woman. Bisschen weiter. Reich. Ist ja wurscht. Wissenschaftliche Evidenz und ändert eure Meinung, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Ist halt ein bisschen sperrig. Ihr habt gesehen, dass ich nur über man jetzt schwer faktisch klären kann. Zweitens, folgt der Wissenschaft ist Quatsch, denn es gibt in der Wissenschaft nicht die eine Wahrheit. Denn wie sagte diese Philosophin, die heute noch kaum jemand mehr kennt, Greta hieß sie, glaube ich, sie sagte, folgt, Moment. Das kann man wollen, muss man aber nicht. Eine ganz ähnliche Argumentation brachte er im Januar über die Feinstaubdebatte. Erstmal, dass er hier offenbar andeutet, dass Corona nicht so schlimm ist, weil vor allem Menschen betroffen sind, die eh bald sterben. Ein ganz großes Uff. Erstens stimmt es ja nicht. Also jemand mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, mit Diabetes, mit einer Lungenerkrankung, mit einem geschwächten Immunsystem stirbt doch nicht eh bald. Und zweitens, und eigentlich erstens, Ethik? Anyone? Nein? Was staatliche Schutzmaßnahmen betrifft, hat er grundsätzlich. Das ist nicht alles Materialismus, dass da Holofeeling für Öffentlichkeit, für absolut. Affen, die sich immer noch nur verwechseln. Was sagst du? Absolut nur weltliches Denken, Udo. Ja, ich sage ja, tiefgläubige Materialistin, aber was hier ist, dass bei Holofeeling, dass wenn du akzeptierst, die göttlichen Regeln, die Gebote hältst, dann ist die einfachste Metapher, wo ich sage, du bist jetzt ein träumender Geist. Und alles, was in dir auftaucht, sind Gedankenwellen. Und ein Trockennasenaffenkörper existiert nur, wenn er in dir, wenn er von dir gedacht wird, die Menschheit als Ding an sich ist jetzt nur ein Wort. Und jetzt hört ihr 20 Jahre ja die Selbstgespräche an, wo ich sage, was für eine Vorstellung löst das Wort Menschheit in dir aus? Circa 7 Milliarden Trockennasenaffen hat eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, Fragezeichen. Und wo ist das, was du jetzt denkst, wenn du es nicht mehr denkst? Dann ist es weg. Genau. Das gilt selbst für deinen Körper, für deine Beine. Wo waren jetzt die ganze Zeit wieder deine Beine? Wo war dein Kopf? Wo war dein Gehirn? Er hat nicht existiert. Der Bruch des zweiten Gebotes ist erst einmal die Quelle allen Leids. Weil du in dem Wahn lebst zu glauben, ein Gedanke, den du denkst, der existiert auch dann da draußen, wenn du ihn nicht mehr denkst. Das ist ein Dogma. Und du Geist, und wohlgemerkt, nur du Geist kannst das verstehen, niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Und was die jetzt sagt, was du jetzt erlebst, das sind Facetten, die ich in dir auftauchen lasse, maßgeschneidert für dein Bewusstsein.
Es ist nicht für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Holofeeling Offenbarungen sind nur für den Geist, der unmittelbar aufgrund dieser Schriften oder dieser Videos sich selbst, in sich selbst aufklärt, was er eigentlich ist und wie er funktioniert. Du musst keinen missionieren, du kannst da nirgends eindrehen. Weil das bezieht sich ja schon wieder auf ausgedachte Menschen oder an dich, wenn du an dich denkst. Es ist ein intimer Akt. Recht. Ein Staat kann die Bürger in einem gewissen Rahmen schützen, zum Beispiel durch eine Gurtpflicht im Auto, aber das meiste ist... Du kannst ihn nicht schützen, du kannst einen Gedanken, etwas Existierendes in keinster Weise länger am Leben erhalten, als so lange, wie du es jetzt denkst. Und sobald du an was anderes denkst, wird diese Information wieder zerstört. Wenn du das jetzt tausende Male wiederholst, wird dir irgendwann einmal klar, dass das hundertprozentig sicher ist. Aber dazu musst du deinen jetzigen Glauben opfern, den Glauben, den Wahn, den Bruch des zweiten Gebotes, dass sich unabhängig von dir, Gotteskind, von dir, Geist, da außen eine Welt befindet, die auch dann da ist, wenn du sie nicht denkst. Das ist übrigens nicht nur jüdischer Glaube in der Tora, es ist auch in jeder heiligen Schrift wird das erwähnt. Ich klammer mal ein bisschen den Koran aus, weil der schon sehr weltlich eine Zwischenstufe ist nach dem Neuen Testament. Kommt ja auch wesentlich chronologisch jetzt, sprich in die Transversale gedreht ist, Koran ist ein wesentlich jüngeres Wissen, ist nicht annähernd so tiefgründig wie das Neue Testament und das wiederum ist nicht annähernd so tiefgründig dann wie das Alte Testament. Und dann gibt es ja noch viele andere Religionen auch, die Upanishaden allen voran, wo du feststellst, ich zeige dir, da wird dasselbe System erklärt, nur in anderen Worten, natürlich mit anderen Schriftzeichen. Grund Entscheidungsfreiheit. Also wo zieht man da die Linie? Es ist ja meine Sache, wie viel Alkohol ich trinke, wie viel ich sitze, wie viel Sport ich mache, aber für mich wird die Sache... Es ist eine Sache deines Programms, das du dir nicht raussuchen konntest. Es ist eine Sache deines Schwamminhalts. Auch dein Glaube ist eine Sache deines Schwamminhalts. Das ist eben die Führerscheinprüfungsbogenwelt. Grundlegend anders, sobald ich mit meinem Verhalten andere Menschen gefährde. Also zum Beispiel finde ich nicht, dass man Zigaretten verbieten sollte. Aber ich finde es natürlich gut, wenn in Restaurants und so weiter Rauchverbot herrscht, weil nicht Menschen gegen ihren Willen Schadstoffe einatmen sollen. Und deswegen finde ich auch Corona-Schutzmaßnahmen richtig. Hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit geatmet, während du dir das Video angehört hast? Jetzt haben wir wieder das Problem, sobald du ans Atmen denkst, ist diese Gedankenwelt, die wir jetzt einmal Atmen nennen, und dann wirst du feststellen, das zerhackt sich plötzlich, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus. Nein, das, was angeblich zeitlich nacheinander kommt, ist gleichzeitig da. Immer jetzt, das ist die Jetzt-Achse, das ist chronologisch Vergangenheit, das ist Zukunft. Oder gespiegelt, je nachdem, wie rum das du siehst. Aber das sind ja jetzt alles gar keine wissenschaftlichen Fragestellungen mehr. Die Wissenschaft kann nur feststellen, wie gefährlich oder tödlich etwas ist. Was wir daraus machen, das sind gesellschaftliche, politische, ethische Fragestellungen. Und ich weiß... Das Wir kennt sie nicht. Das Wir ist der rote Geist. Sie muss sagen, was ich und meine Glaubensgemeinschaft daraus mache. Das sind Vorstellungen. Und wenn die einseitig sind, sind sie unvollkommen. Es nur eckt bei vielen an und viele sind jetzt vielleicht enttäuscht, dass ich nicht auch noch auf diese oder jene Aussage von ihm... Wir wünschen, dass die enttäuscht sind. Ich sage immer wieder, ich bin hier, um euch zu enttäuschen. Ja. Ihr lebt in einer Täuschung. Ich muss einfach nur wissen, was bedeutet die Vorsilbe ent. Es ist erschreckend zu erkennen, dass kein Mensch in meiner Welt eigentlich offensichtlich, die ich kenne, die ich mir ausdenke, verstanden hat, was die Vorsilbe end bedeutet in der deutschen Sprache, nicht nur dieses Wort. Und das ist eigentlich das Verrückte. Wenn ich jetzt darauf eingehe, steht er in meinen Schulbüchern drin, ich fange da nicht nochmal an. Wieso? Ich stelle jetzt eine neue Frage. Wieso weiß keiner, was die Vorsilbe end bedeutet? Weil ich es als Erster wissen muss und erst wenn ich es weiß, kann ich mir welche ausdenken und kann mir dann denken, dass die das wissen. Ansonsten ist in den Köpfen der, die ich mir ausdenke, nur das drin, was hier zwanghaft aufgrund meiner Traumgeneration mir vorgelegt wird. Und ich sage nochmal, das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und diese Führerscheinprüfungsbogenwelt habe ich die Fehler zu erkennen. Fehler heißt nicht, dass was falsch ist. Es fehlt was zur Vollkommenheit. Und jeder, der um eine Einseitigkeit diskutieren will, wie Sie jetzt, ist jetzt Wissenschaft richtig oder verkehrt?
Denk wieder an meinen Daschner oder sie jetzt. Sie macht übrigens jetzt nochmal abgesehen von dem Video ganz hervorragende Videos. Wissenschaftlich basierend, aber du merkst, sie zitiert einfach nur, sie ist ein tiefgläubiger Materialist. Du kannst ein tiefgläubiger Zeuge Jehovas sein und wenn jetzt in dir in einem Traum ein Zeuge Jehovas auftauchen sollte, versuch mit dem vernünftig zu reden. Du hast überhaupt keine Chance, diese Figur zu erreichen. Der ist kein Geist. Und wenn du das jetzt mit ihr machst, ist es dasselbe in grün, denke ich mir mal. Ich lasse es offen, dass sie vielleicht einsichtiger würde auf der Brüsselebene. Aber Einsichtigkeit nochmal, Einsichtigkeit, nicht Einseitigkeit, zeigt sich durch Neugier. In dem Moment, wo du auf der Brüsselebene in einem Gespräch andere mit einer anderen Meinung konfrontierst oder das beobachtest, dass hier welche unterschiedliche Meinungen sprechen, wird jetzt gestritten, was richtig ist, oder sind die so geistreich vernünftig, dass sie sagen, hey, offensichtlich siehst du etwas, was dir logisch erscheint, was meiner Logik widerspricht. Erklär mir, was daran logisch ist. So mache ich das immer, aber da muss ein Ansatz von Neugier da sein. Da muss man jetzt erst ein Heureka auslösen. Das sind diese kleinen Sätze, wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Das ist für viele ein kleines Heureka, wenn sie die Lösung haben. Oder ich sage, was hat der Känguru in Australien, Neandertaler und der Eiffelturm gemeinsam? Dich. Wieso mich? Weil du jetzt aufgrund dieser Worte dir diese Sachen jetzt ausdenkst. Aber das Problem ist, er denkt die sich nach außen und meint, die sind da außen und es war da außen. Es ist hundertprozentig sicher, dass es so ist. Bloß die Schwierigkeit, du denkst dir das aufgrund dieser Worte, jetzt hast du mal als Information aus diesem Internet, aus der Einheit in dich hinein und dann zusätzlich noch hinaus. Eingehe. Aber erstens, Leute, wir haben es gar nicht so viel Zeit, nur das ganze Spielprogramm durchzuhören. Unendlich viel Zeit, wenn ich jetzt mir einen Geist dahinter setze, kleines, du wirst noch so viele Leben leben, bis du das begreifst, dass du mit einseitigem Wissen nicht weiterkommst. Realisieren, der Mann steht seit 30 Jahren auf der Bühne, Respekt dafür, aber vor allem wollte ich versuchen, einen wissenschaftlichen... Hier und jetzt konstruierte Vergangenheit, die nur ein Gedanke ist, das ist ein Faktum. Sie denkt sich jetzt, dass er... 30, er wohlgemerkt, der nur existiert, wenn sie an ihn denkt, seit 30 Jahren auf der Bühne steht. Übrigens ganz nebenbei, keine Zufälle in meiner Schöpfung, die Reihe. Der öffnet der Spiegel. Ja. Fokus zu legen, denn wir erinnern uns, es geht hier um das DFG-Drama und der Vorwurf dort war Unwissenschaftlichkeit. Also, um Teil 3 abzuschließen, ist Dieter Nuhr ein großer Freund der Wissenschaft? Ich würde sagen, das ist Ansichtssache. Aber würde ich nur als wissenschaftsfeindlich bezeichnen? Nein. Aber das ist auch nur meine Meinung. Doch lassen wir mal Meinungen hinter uns und kommen wir zum nächsten Punkt. Wie wissenschaftlich korrekt ist Dieter Nuhr? Akt 4. Dieter Nuhr wissenschaftlich geprüft. Ich habe mir, wie gesagt, nicht alle 30 Bühnenjahre von Nuhr angesehen, aber unter den neueren Sachen, die ich mir angeschaut habe, sind mir direkt ein paar Fehler aufgefallen. Drei Beispiele. Fangen wir an mit der Diesel-Stickoxid-Feinstaub-Debatte. Eine einzige Kerze erzeugt das Dreifache des draußen erlaubten Grenzwertes. Ja, das ist so. Nee. Hat er aus das Buch heraus? Das ist nicht so. Der besagte empfohlene Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter ist der Grenzwert für das Mittel von einem Jahr. Der empfohlene Grenzwert für eine Stunde liegt bei Innenräumen aber bei 200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das heißt, wenn eine Kerze 120 Mikrogramm Stickoxid produziert, überschreitet das nicht den Grenzwert und es reicht nicht, wenn man das Ganze auch noch durch die Kubikmeter Raum teilt, denn eine Konzentration ist wohlgemerkt Menge pro Volumen. Zweitens. Das Volumen haben wir eigentlich da außen. Das Problem liegt bei ihr, das ist die Ungenauigkeit, weil man geistlos Sachen rezitiert, wenn ich immer wieder sage, wer hat eigentlich hier Kammerton A festgelegt oder wer hat die Wassermoleküle entdeckt? Sie ist extrem unvollkommen. Wenn ich einen Stickstoffoxidwert außen festlege, was sie jetzt sagt, wie groß ist das Volumen im Freien? Wo setze ich da die Grenze? In einem Zimmer kann ich sagen, das sind so und so viel und dann kann ich das messen und irgendwie mir denken, in einem Kubikmeter ist so und so viel drin. Aber wenn ich jetzt im Freien bin, wie groß ist das Volumen im Freien? Heißt Volumen eigentlich Raum oder heißt es Rollen? Rollen. Schon das Wort alleine hebt es aus den Angeln. Jetzt muss ich mir jetzt erst mit der Kiste denken, das ist wie wenn die Wissenschaftler ein Vakuum aufbauen und ich messe dann im
die Konzentration im Freien, das kann ich natürlich in einem gewissen Maß machen, dass ich jetzt hier sage, ich bumm das durch. Ich kenne die ganzen Ja-Aber-Sachen. Das Hauptproblematik ist, dass ich ein Wissenschaftler, ein Lesch, eineicht auf eine Logik. Und in dem Moment, wo man eine Kehrseite zeigt, lehnt er das ganz massiv ab. Aber die drehen die Kausalität auf den Kopf. Das geht schon los, wenn man hier den leeren Raum aufbaut in ein Vakuum. Dass ich mir einen dreidimensionalen Raum denke, wo ich zwangsläufig dann Materie drumherum brauche, um nicht Materie in die Mitte reinzusetzen, also alle Atome raus. Wenn ich jetzt ein Stickoff-Zieht nehme, wir bleiben mal raumzeitlich, wenn ich den messe, wir sagen jetzt einfach, wir stellen uns an der Straßenkreuzung hin, dann nehme ich eine Bombe und ich bumpe jetzt hier einen Kubikmeter Luft durch die Bombe. Das kann ich mit einem Kolben machen, wo ich sage, jeder Kolbenzug findet aufmachen und Kolben reinziehen. Ich sage, das sind 100 Kubikzentimeter, dann drücke ich das, dann sauge ich das nächste, dann drücke ich das in einer anderen Leitung raus, kann ich sagen, bei so und so viel Kolbenbewegungen habe ich so und so viel Kubikmeter Luft durchgesaugt. Wie viele Stickstoffteilchen sind da drinnen? Das bezieht sich aber nur auf einen kleinen Bereich, da messe ich dann am Boden auf der Straße was ganz was anderes wie 5 Meter höher. Aber wenn ich jetzt dieses Spiel nicht mache, wie viel Konzentration ist jetzt in diesem Raum um mich herum, wie groß, wie viel Kubikmeter Luft bin ich eingehüllt, wenn ich im Freien bin? Ja, genau. Ja. Also ich hänge hier nur in Einseitigkeit. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, was ich vergessen habe, nur ist er Kabarettist. Das, was er hier behauptet, das hat er aufgeschnappt und jetzt kann ich aber wissenschaftlich, wenn ich zum Beispiel, wie die Straßensperrungen waren, ich habe da Videos drüber gemacht und jetzt nur aufbauend auf Medieninformationen, dass ein Kreuzfahrtschiff in Hamburg, die Meinungen gehen etwas auseinander, hier das 750.000-fache an Schadstoffen, wenn die 24 Stunden am Anker liegen, die lassen die Maschinen weiterlaufen für die Stromversorgung. Von 750.000 Autos, irgend sowas war es, müssen wir jetzt nochmal nachschauen, Schadstoffe ausstoßen, wenn die ganz normal liegen, wie normale BKWs, die in Hamburg rumfahren. Und es wurde hier knapp einen Kilometer davon, wurde ja Straße gesperrt, dass da keine Autos mehr durchfahren. Von diesen Kreuzfahrtschiffen entsperrt, das ist doch Schizophrenie. Ich sehe zum Beispiel hier Pixelmännchen in den Nachrichten, zwei, die sich ein Eis gekauft haben. In Hamburg ist auf der Elbschaussee ist die Straße gesperrt. Ich bin jetzt nicht dafür und dagegen. Ich sage das gleich, ich beschreibe einfach nur Schizophrenien. Da muss man die Maske tragen. Ein Ehepaar hat sich ein Eis gekauft, die waren komplett alleine. Also da waren hunderte Meter drumherum, war kein Mensch, wo sie spazieren gegangen sind. Bis plötzlich tauchen zwei Polizisten auf und sprechen sie daran auf, dass sie hier Maske tragen müssen. Ja, wir essen unser Eis. Dürfen sie ja essen, müssen sie aber hier runter, weil hier in der Gegend ist Maskenverbot. Ein Ehepaar, das noch zusammenlebt, alleine spazieren gegangen ist, Eis gegessen hat, wurden des Platzes verwiesen, weil man muss sich an die Gesetze halten. Ja. Gesetze sind sehr vielfältig. Ich mache immer so das Musterbeispiel, wenn du an einer roten Fußgängerampel stehst und die ist rot und du siehst rechts und links die Straße 200 Meter ein und es ist kein Auto da. Wieso muss ich dann 2 Minuten stehen bleiben, bis ich über die Straße gehe? Weil die Ampel rot ist. Es könnte eventuell auch eine Blitze da sein. Jetzt könnte ich sagen, sei den Kindern ein Vorbild, sage ich, das ist richtig, aber es sind auch keine Kinder da. Ja. Wenn das total leer ist, wieso soll ich stehen bleiben, weil es rot ist? Diese Bürokratie, dieses Offizielle, das Hinderlichsein, Offizio, Hinderlichsein und im Weg stehen. Es hat sich aufgeblasen, die Fachleute, jeder quatscht, jeder nach. Es sind einfach nur Affen. Du wirst merken, dein Leben wird wesentlich leichter, wenn du das erkennst. Und was ganz wichtig ist, der größte aller Affe ist der, der du ein Leben lang zu sein geglaubst hast. Du bist doch der, der nachäfft. Und dann spiegelt sich das von dir nachgeäfft, das spiegelt sich in den Spiegelbildern der Menschen um dich herum heraus. Absolut, ja. Jetzt sind wir wieder beim Privatus. Dein Fadi. Der sagt zu dir, es ist ein Traum, es ist das Spiel nur wir zwei, ich und du. Und alles andere sind Statisten. Die Statistiken von Statisten. Das Beispiel. Da hilft die Maske. Gegen Ansteckung hilft sie nichts, weil die Viren viel zu klein sind, die gehen da durch.
wie durch ein offenes Scheunentor. Die Datenlage zu Masken ist erstaunlich schlecht. Es gibt Studien, aber die haben alle methodische Probleme. Zum Beispiel, dass man den Effekt der Masken nicht sauber trennen kann von dem Effekt der anderen Schutzmaßnahmen. Aber auch wenn Viren natürlich durch die Poren so einer Maske... Das ist, wenn du nur mit einem gesunden Menschenverstand die Menschen mit Masken anschaust. Mir geht es jetzt nicht einmal, selbst wenn die machen, wenn die Maske ordentlich bei den großen Massen, selbst wenn es normal ist, wie viel atmest du am Rand der Maske? Es sind manche, wenn die atmen, da geht die Maske hin. Das sind die Masken dicht. Bei den meisten, wo du siehst, sind da immer hier an der Nase überall. Das siehst du schon, wenn du eine Brille auf hast und die Nase beschlägt, oben bläst es halt an der Seite raus. Es ist, ich kann so viele Perspektiven einnehmen, ob das richtig und verkehrt ist, aber es geht doch gar nicht überhaupt darum. Du träumst jetzt. Genau das ist. Das Hauptthema ist einseitige Meinungen. Es ist wirklich das Erste, was du zu erkennen hast. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist ein träumender Geist. Du bist derjenige, der nur eine ganz eigenständige, intime, private Traumwelt erlebt. Es ist wie in einem Traum und alles, was ist, kommt aus dir und jeder Gedanke, der neu kommt, zerstört den bestehenden Gedanken. Du kannst einen Gedanken nicht am Leben erhalten. Weder deinen Körper noch irgendeinen anderen Gedanken. Der tauscht sich aus mit dem nächsten Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Ich betone nochmal, genau dieser Vorgang wird, wenn man die Heiligen Schriften ganzheitlich übersetzt, inklusive der Naturwissenschaft, das ist die Vakuumfluktuation. Du bist ein absolutes Nichts. Und dieses Nichts heißt in der Quantenmechanik ist Energie, wo natürlich die Physiker, die ich mir jetzt ausdenke, das gar nicht verstanden haben, kommen, bevor sie es nicht von mir hören. Von mir meine ich nicht vom Udo. Dieses Nichts ist eigentlich reine Energie, weil die festgestellt haben, dass aus dem Nichts ständig immer Teilchen und Antiteilchen entspringen und dann wieder in sich sich gegenseitig auslöschen und wieder zusammenfahren. Die perfekte Beschreibung meiner Gedanken, wenn ich die beschreibe. Ob die oder was die jetzt in ihren Träumen sehen, wenn sie diese Vakuumfluktuationen sehen, das hast du mal mit Sicherheit bloß am Monitor, wo im Hintergrund ein Programm wirkt, das wir vorher einprogrammiert haben. Und alles andere sind logische Konstrukte. Ich betone immer wieder, logische Konstrukte kann nur Bilder aufbauen, der diese Logik in sich trägt. Der diese Logik nicht in sich trägt, wenn du einen Namen nicht kennst, kannst du keine Vorstellung aufbauen. Weder von Einstein noch sonst was. Und wenn du den Namen hörst oder Robert Anton Wilson, dann musst du nachschauen und wenn du das einmal gelesen hast, dann wirst du eine Meinung haben über diesen Typen, den du dir jetzt ausdenkst, auch räumlich oder zeitlich wohin denkst, wo du bestimmst, den gibt es noch oder der ist ja schon von 300 Jahren gestorben, habe ich aus das Buch heraus. Und dann wird er jedes Mal, wenn du den Namen hörst, wirst du deine Interpretation dieser Worte, zum Beispiel jetzt dieser Worte, wenn du das einmal durchgelesen hast, immer die erste Meinung, die du kriegst, wird abgespeichert und wird zum Vergleichsmaßstab, was alles, was neu in dich reingeht. Dann wirst du positiv sein oder negativ sein, wenn du das jetzt hörst. Dann gibt es welche, die sind voll gegen den Dieter nur und andere sind wieder total dafür. Sie ist gegen ihn und dann gibt es welche, die sind für sie oder die sind gegen sie. Aber es bleiben Gedanken. Passen, ist es nicht unplausibel, dass sie wenigstens einen Teil zurückhalten? Also wenn ich jetzt huste oder spucke beim Reden, dann katapultiere ich ja meine Virenspucke im Zweifelsfall. Aber existiert diese Spucke und das, was du ausatmest, atmest du eigentlich, wenn du nicht ans Atmen denkst, als träumender Geist? Du atmest ständig, aber dein Atmen ist der ständige Wechsel von Bildern. Das ist ein komplettes, wieder nur eine Symbolik. Das Atmen, das du tätigst, ist der ständige Wechsel, das Auftauchen, das Verschwinden, das Ein- und das Ausatmen von Gedanken. Und darum ist ja schlichtweg, zuerst einmal hier dieses ATM, die Grundradix von, wenn du jetzt hier dieses Atom, das ist ja die Radix vom Atom, das Unteilbare, weil Wellenberg und Wellental unteilbar sind. Und das wird jetzt plötzlich als äußerer Wert 441, das ist der Wert für die Wahrheit. Da haben wir die Unendlichkeit in der Mitte und ein Einatmen, ein Ausatmen, Wellenberg, Wellental, gespiegelt. Das ist übrigens hier das 10, 0, 10 gespiegelt, ist unser Aleph-Zeichen. Da ist die 10 und gespiegelt die Minus 10, die mit einer Waffe verbunden sind. 441 wäre jetzt dann praktisch hier Emmet. Das sind die Zeichen, die wir austauschen. Dann kriegst du deine Wahrheit. Ich tausche nur die letzten zwei aus, pass auf. Siehst du, die zwei habe ich austauscht. Und jetzt kriegst du deine Wahrnehmungseinheit. 441.
Das sind deine Wahrheiten. Und jetzt ist natürlich das Atmen selber deine Vorstellung. Und jetzt muss ich immer wieder darauf hinweisen, diese berechnete Schöpfung, die du wahrnimmst, das ist Sehen, Gucken, für richtig halten, Schauen, siehe da. Sehen, schauen, er sieht, er sät, sehen, säen. Siehst du? Das, was du siehst, ist das, was du aussähst. Das wirst du auch wahrnehmen. Ihr werdet das ernten, was ihr seht. Was ihr seht, das erntest du auch, weil du fürs nächste Bild es wieder zurückholen musst und ein neues Bild dir vorstellen musst. Warum heißt es Lunge? Ich weise immer wieder darauf hin. Wieso ist das hebräische Wort für Sehen auch das Wort für Lunge? Weil dein Gedanke für Gedanke, der in dir auftaucht, ist ein ständiges Ausatmen und Einatmen dieses Bildes, dieses Gedanken, und dann stellst du den nächsten Gedanken vor dich hin. Und dann kriegst du plötzlich deine Vorstellungen, deine Spiegelungen, deine Darstellungen, deine Handlungen sind Denkvorgänge, ein ständiger Wechsel von Informationen, das führt dich dann zu dem Licht, zu dem geistigen Licht, rot gelesen. Der Schöpfer vereinigt alles in seinen Kopf, bis eine Schöpfung auftaucht und die wird was Aufgespanntes, das Waff, eine aufgespannte Berechnung. Und wenn ich jetzt da in dieses rote Licht, beziehungsweise blaue Licht, es ist Licht und es ist Licht, einen kleinen Intellekt reinmache, Schöpfung ist eine aufgespannte intellektuelle Berechnung. Siehst du das? Schöpfung ist eine aufgespannte intellektuelle Berechnung. Jetzt kriegst du plötzlich, was früher das Licht war, durch den Intellekt kriegst du die Luft. Ja. Ja. Du atmest Bilder, du atmest Informationen ein und aus, von Augenblick zu Augenblick. Holofeeling ist ein Programm. Nochmal, es ist das Schöpfungsprogramm schlechthin. Und es ist nicht für Figuren in deinen Traum gedacht, nur für den, der mich jetzt sprechen wird. Direkt ins Gesicht meines Gegenübers. Und natürlich hält das wenigstens. Es ist immer wahrlich, ich sage dir, den du dir ausdenkst, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, ist in dem Moment deine Information. Also Gag and Über dreht jetzt das schon, dass du in die Transversale gehst, du denkst dir einen aus, das ist eine Gedankenwelle, und dann denkst du dich aus und dann atmest du von hier nach hier. Ist doch alles Hirnwichserei. So eine Maske ab. Es wäre gefährlich zu denken, dass... Das wäre sehr wichtig. Jetzt ist die Maske, wissen wir, dass die Maske, die du trägst, Person. Ist die Person. Das menschliche Wesen ist ein Programm oder es ist ein Geist. Ein Einzell, ZL, der Schattenmensch, ZL, oder die Geburt von einem hochgehobenen in als Gedanken, weil ihr als Joch 70-30 gelesen Mensch, seiner äußeren AUB, Beschwörung von erweckten Existenzen und inneren Eigenschaften, die äußeren Eigenschaften, die du in dir beschwörst, sind eigentlich deine inneren Eigenschaften. Es ist dein eigenes, was du in dir erschaffst, aufgrund der Logik, die du zum Denken benutzt. Man achte auf meine Worte, wie präzise das Ganze ist, wenn du wirklich die Worte verstehst. Und diese Person in Bezug auf meine Person, auf meine Maske, das sind doch alles Maskenmenschen. Masken, die auf ihre Person, auf ihre Maske eine Maske setzen, weil ihnen eine Maske offensichtlich zu wenig ist. Masken komplett vor der Ansteckung schützen. Sie sind auch kein Ersatz für den Sicherheits... Ansteckung ist die Ego. Ja. Das bin ich, ja. Und das bist du. Und wir verschmelzen in der Synthese im Dritten zu einer Einheit. Stand. Aber es ist auch gefährlich zu sagen, gegen Ansteckung hilft sie nichts. Denn überall da, wo man keinen Abstand halten kann, kann die Maske wenigstens einen Teil verhindern. Drittes, das ist alles logische Konstrukte. Die große Frage, was war, bevor man den Menschen das erzählt hat? Ja. Was ist mit einer Ansteckung, wenn du nichts davon weißt? Was ist mit Handys, wenn du keine Handys kennst? Das, wo ich immer wieder sage, wenn du in einer mittelalterlichen Welt lebst, kannst du komplett als mittelalterlicher Ritter oder Burgfräulein absolut überglücklich leben, obwohl du kein Handy, keinen elektrischen Strom und kein fließendes Wasser hast. Weil Dinge, die du nicht kennst, kannst du nicht vermissen. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, in dem Moment, da deine Logik dir irgendwas Positives, Gutes einredet, das gibt es nicht ohne was Negatives im Hintergrund. Was du komplett
unterschlägst, was aber dich von der Breitseite, wenn du chronologisch denkst, wieder treffen wird. Der Kapitalismus wird sich selbst die Gurgel zudrehen. Weil der so von der Schizophrenie ist, dass er glaubt, ohne Systemparameter zu verändern, solange du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier auf einer Erdkugel und du meinst, der Sinn hat ja von dir ausgeht, dass Menschheit liegt im Konsumieren. Es geht ja nicht mehr ohne. Ich sage, nimm ein einziges Puzzlestück weg. Meine Petitio Principi, die naturwissenschaftliche und religiöse Erkenntnis, ist je nachdem, welche Logik du anhängst, ein riesenlogisches, arithmetisches Kartenhaus, wo die unteren Karten Lüge sind. Und jegliche Art von Verbesserung, die dir irgendwelche Menschen vorgaukeln durch irgendwas, was man kaufen kann für Geld, wird sich volle Kanne rechnen. Du kannst kein Puzzlestück raustun. Zum Beispiel die Krankheiten wegmachen. Das will doch keiner. Es wird ja alles, deine ganze Wirtschaft, das wird alles zusammenbrechen in kürzester Zeit. Weil dieses System eine Führerscheinprüfungsbogenwelt ist, die sich erst dann auflöst, wenn du die Fehler erkannt hast. Und dann kommst du in eine vollkommen neue Welt und die baut auf Holo-Feeling auf. Das heißt schlichtweg, dass du wach wirst. Das, was du bisher Auflösung deines Körpers gedacht hast, ist eine absolute Bewusstwerdung von dem, dass du bist, dass du ganz einfach erkennst, hey, ich bin ja nicht der Körper, an den ich denke, wenn ich an mich denke. Weil ich ja auch dann Sachen erlebe, wenn ich nicht an den Körper denke. Ich sehe auch was, wenn ich nicht an meine Augen denke. Wie geistlos bin ich, wenn ich hundertprozentig sicher mir ständig bisher eingeredet habe, ich sehe bloß was, weil der Augen auch dann Augen da sind, meine Augen da sind, auch wenn ich nicht an sie denke, sonst könnte ich ja nicht sehen. Das ist ja logisch. Es ist ja auch vollkommen logisch, dass mein Telefon erst dann klingelt, wenn mich einer anruft, der dann da außen ist, auch dann da außen ist, wenn ich nicht an ihn denke. Es ist aber Geschwätz vom Zweiten. Du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Was ich dir sage, kannst du sofort überprüfen. Jedes Kind. Beispiel. Vom ersten Moment an zum Beispiel wusste man beim Robert-Koch-Institut auf die Stelle hinter dem Komma genau, wie hoch die Sterblichkeit bei Covid-19 ist. Obwohl niemand bis heute weiß, wie viele Menschen überhaupt infiziert sind, weil das nur repräsentative Tests sagen können. Weshalb auch niemand ausrechnen kann, wie viel Prozent der Infizierten ableben. Da fehlt schlicht und einfach die wichtigste Variable. Und Kenntnis vorzutäuschen ist nicht wissenschaftlich und auch nicht seriös, sondern sogar ärgerlich, weil die Wissenschaft ist die einzige wirkliche Wissensquelle, die wir haben. Und da finde ich es schön, wenn so Institutionen wie das RKI zum Beispiel nicht den Ruf der Wissenschaft als Ganzes runterziehen würden, indem sie Wissen vortäuschen, wo keins ist. Er hat recht, das ist... Ganz nebenher hat es unheimlich viel Geld gebracht. Den ganzen Instituten. Das ist ein riesen neuer Markt gewesen. Immer dran denken, wenn welche Geld verlieren, in dieser klassischen, wir machen mal die Zinsen noch mit weg, die berücksichtigt gar nicht. Immer wenn einer weniger Geld bekommt, was er nochmal bekommen würde, muss zwangsläufig irgendeiner dran rechnen. Zumindest dieses Geld, was er normal einen geben muss, aufgrund von Arbeitsleistung, muss er das Geld nicht ausgeben. Es ist immer in der Waage. Das soll und haben in einer guten Buchführung ist immer in der Lage. Das heißt, wenn dir die von Milliarden von Verlusten irgendwas erzählen, weil die Wirtschaft zusammenbricht, muss irgendwo einer sein, der Gewinne macht. Vorausgesetzt, man geht von einem normalen Geldstand aus. Wie auch immer das ist. Aber es ist Geld ist nichts. Das ist ein Geld ist Gott. Ein Dogma, der euch jegliche Art von Geistigkeit aus dem Kopf herausgeschossen hat. Wenn du dem anbietest. Und die Aussagen, wenn ich jetzt immer wieder sage, auch die Möglichkeit, ich verweise nochmal auf das letzte Video. Zurückgreifend auf das, was du jetzt überprüfen kannst, und da muss ich natürlich schon wieder Fragezeichen machen, weil was du überprüfen kannst, wird ja ständig nachgebessert. Muss ich jetzt gleich, fällt mir gerade noch was ein, müssen wir gleich schnell reinspringen. Das ist zum Beispiel die Aussagen der Politiker. So, moin, wir haben es mit einer riesigen Story zu tun. Upload-Filter. Da geht es jetzt schlichtweg und einfach um die Versprechen der CDU, dass keine Upload-Filter im Internet aufgebaut werden. Ich will das nicht laufen lassen, wo hier einer noch von vornherein zu dem Politiker sagt, der hat ihn auf die Hand geschworen, dass er, das wie unsere Kanzlerin, mit mir wird es keine PKW-Maut in Deutschland geben. Und dann kippt es in kürzester Zeit selbst auf ihrer Seite, auf der CDU-Seite, schreiben sie das, würde natürlich sofort gelöscht und dann neu gemacht. Die Versprechungen der Politik.
Das sind einfach nur alles Lügner, das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, keine Schuldzuweisung. Weil Corona eine Dunkelziffer gibt und dass wir deswegen die Infektionssterblichkeit, also die Todesfälle geteilt durch alle Infektionsfälle, nur schätzen können. Was das RKI oder... Das ist immer schätzen, es liegt immer vom eigenen Glauben mit ab, was du magst. Das ist, man konnte ja sowieso nicht schätzen, weil man die ja nicht einmal untersuchen durfte. Was auch jetzt immer aus das Buch heraus. Das heißt, ich kann Weltvorstellungen, solange ich meine persönliche Weltvorstellung, die ich mir ausdenke, aufbaue auf irgendwelche Medien, die ich mir anlese aus dem Internet, ich greife immer auf gewisse Seiten zurück und ich kann nur oft genug darauf hinweisen, dass zu diesen Seiten hunderte und tausende von Seiten gibt, die das Gegenteil oder was ganz was anderes behaupten. Ich sollte mir mal die Frage stellen, wieso ich nur diesen Seiten mein Vertrauen schenke und alle anderen sofort als Lügner diffamiere. Die Antwort ist ganz einfach. Weil diese Seiten, wo ich mein Vertrauen schenke, mit meiner Logik korrespondieren. Weil die mir logisch erscheinen. Aber diese Logik, die ich als Vergleichsmaßstab meiner Kritik benutze, habe ich mir doch nicht rausgesucht. Das ist mein Schwamminhalt. Oder auch die Johns Hopkins University berichten, ist die Fallsterblichkeit. Also der Anteil der Todesfälle unter den gemeldeten Fällen. Aber es wurde auch nie was anderes behauptet. Also ja, das löst sich alles in Luft auf. Also was kämpft die eigentlich? Schlichtweg, da greift einer die Wissenschaftlichkeit an. Und ich sage, Wissen ist immer zwei Sachen. Wissen hat auch zwei Seiten. Ich sage, die Wissenschaft hat sehr, sehr viel in der Weiterentwicklung von bestehendem Wissen, im Zerdenken, wenn ich das negativ ausdrücke, bis zu einem gewissen Punkt, wo du an der Grenze kommst, wo es keinen Sinn mehr macht. Aber nicht im Neuentdecken von vollkommen neuen, höherwertigen Wissen. Und da weise ich immer darauf hin, tausende von Beispielen, allen voran in der Medizin, dass offizielle Naturwissenschaftler an Universitäten Wissensverhinderer sind. Weil hier gewisse Autoritäten sich eingenistet haben, die hier über Jahrzehnte ein nachgeplappertes Wissen intronisieren in den Köpfen ihrer Schüler. Und wenn jetzt was vollkommen Neues ist, entsteht zwangsläufig, dass man erkennt, dass was man vorher geglaubt hat, schlichtweg und einfach falsch war. Und dann steht man da wie ein Lügner. Und diese Wissenschaft hat seit Menschengedenken das neue Wissen immer bekämpft. Das kannst du in deinen Geschichtsbüchern nachlesen. Und es wird bis in alle Ewigkeit gleich bleiben auf dieser Ebene von Druckennasen. Auf der Ebene der Führerscheinprüfungsbogenwelt wird das immer so sein bis in alle Ewigkeit, so wie hier Kinder, die geboren werden, eben anfänglich nur da liegen, dann sich rumdrehen, dann anfangen sich aufzurichten, die kacken dann schlichtweg, sie lassen es laufen, egal ob ich von Urin spreche, die lassen es einfach laufen, bis man ihnen dann beibringt, dass die das nicht in die Hose, in die Windeln machen, sondern dass sie sich ein Örtchen suchen sollen, wo man dann hinmacht. Genau. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Und wenn du jetzt festhältst an deinem Wissen, was für dich normal ist, ich mache jetzt mal ein bizarres Beispiel. Das heißt, wir denken uns jetzt einmal einen Säugling aus, der eigentlich schon für sich, was ich immer sage, dein momentanes Wissen ist ja das beste Wissen. Ich fange jetzt nicht nochmal an, der Sechsjährige, der sagt, ich habe ein Brüderchen, das ist ja so blöd, das macht ja noch in die Windeln. Der 14-Jährige in der Pubertät sagt zu seinem kleinen Bruder, der kommt gerade in die Schule, der kann ja nicht einmal richtig lesen und schreiben noch nicht. Das ist, du wirst immer merken, du kannst von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Und wir denken uns jetzt einmal ein Säugling aus, der ein normales Denkenbewusstsein hat und der weiß halt, wenn ich pinkeln muss, lasse ich es laufen und wenn ich kacken muss, lasse ich es einfach raus. Und dann kommt automatisch meine Mama und die macht das alles wieder sauber und legt mich trocken. Ja. Und jetzt kommt einer und sagt, du musst das nicht mehr machen. Wir haben doch jetzt 3,5 Jahre in die Windeln gekackt. Wir können doch nicht einfach aufhören, in die Windeln zu kacken. Wieso sollen wir uns darum kümmern? Der Dreck war doch von alleine weggemacht. Stimmt oder stimmt? Wenn ich die Einstellung habe, dass das doch bequem ist, wenn ich es einfach laufen lasse, wieso soll ich mich dann bemühen, dann irgendwo hingehen an einen gewissen Ort, wenn ich das einfach hier rauslassen kann? Und das von selber sich wieder sauber macht. Jetzt können wir in den nächsten Sprung reingehen, wenn du zwar sauber bist, aber wir sagen jetzt in der Schule, wieso soll ich eigentlich meinen Opa, meine Oma, die haben immer so schöne Märchen vorgelesen, wieso soll ich selber lesen lernen? Brauche ich doch nicht, die lesen mir doch alles vor, ist doch alles passiert, ist alles von alleine. Merkst du, ich kann, wenn du, versteh die Ironie. Ja, ja.
Dass ich durchaus das auch anders argumentieren kann, es ist doch alles perfekt, muss ich doch nicht selber lesen. Das ist ja jetzt mit dem ganzen Automatismus, wieso soll ich was selber machen, können ja Maschinen machen. Ja. Yep. Es gibt so viele Perspektiven, aber um die geht's nicht. Es geht um das heilige Ganze. Was ist die Ursache für diese vielen Gedanken? Du selbst? Sag's doch mal du selbst. Das ist bei Holofeeling erklärt, jetzt das, was du bist. Du bist mächtiger wie alles, was du prinzipiell denken könntest. Und du bist das Einzige, was ewig ist. Ich kann da tausendmal sagen, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist es mit Sicherheit nicht. Weil der nur dann existiert in dir, wenn du ihn denkst. Und der Körper, an den du denkst, wenn du an dich selber denkst, ist es auch nicht, weil der auch nur existiert, wenn du ihn denkst. Und selbst dein heliozentrisches Weltbild existiert nur in dir, wenn du es denkst, wenn du dir es ausdenkst. Und da ist noch unendlich mehr in dir drin. Ich glaube, können wir jetzt wegmachen. Das Prinzip dürfte bekannt sein. Wir können da ganz kurz den Nur nehmen. Er reagiert jetzt, aber ohne dieses Video direkt anzusprechen. Er hat es registriert, dass er da angeschossen wurde und er verteidigt sich zum Thema Faktencheck, weil sie ja immer Faktencheck sagt. Was sind Fakten? Sehr suffisant auf seine Art und Weise. Was zum Thema Faktencheck aus gegebenem Anlass. Überall ist ja Faktencheck nicht, was so viel heißt wie wir sagen hier jetzt aber mal wirklich die Wahrheit, was ja schon oft die erste Lüge ist. Weil mit der Wahrheit ist es so eine Sache. Es gab mal einen Philosophen, der hieß Karl Popper und gilt bis heute als Experte für Wahrheit in der Forschung. Und der hat sinngemäß, nicht, sonst kommen gleich wieder die Faktenchecker, sinngemäß hat Popper gesagt, ach du Scheiße, geh mir weg mit Wahrheit. Nicht? Popper meinte nämlich, rein erkenntnisphilosophisch kann man die Wahrheit eigentlich gar nicht erfassen, denn wenn zum Beispiel die Sonne jeden Morgen aufgeht, dann heißt das nicht, dass sie morgen wieder aufgeht. Es ist bloß sehr wahrscheinlich, dass sie es tut, aber beweisen kann man es nicht. Beweisen kann man nur, dass die Sonne nicht jeden Morgen aufgeht, und zwar in dem Moment, in dem sie an einem Morgen irgendwann nicht aufgeht. Und lieben Faktenchecker, ich bin kein Aluhutträger. Ich glaube, dass die Sonne morgen wieder aufgeht. Aber Popper meint, ich kann es nicht garantieren. Und bei Holofeeling ist es ganz einfach, dass morgen überhaupt nichts passiert. Bis auf den Popper bin ich lang und breit eingegangen mit seinen Falsifizierungsthesen, allen auch immer wieder diese wirkliche Aussage Idealismus und Realismus, er nennt es Materialismus, keins von beiden kann bewiesen und widerlegt werden. Und ich sage, das sind zwei Seiten einer Medaille und die Wirklichkeit kennt er nicht. Es ist, dass solange du das erste und das zweite Gebot brichst, hast du ein riesengroßes Problem. Nämlich ein ständiges Wechsel deiner Probleme, deiner vorgelegten Sachen, die du dir selber vorlegst, weil du sie dir selbst ausdenkst. Und was ist die Ursache für das, was du dir ausdenkst? Der Intellekt, den du, dein Schwamminhalt, dein vollgesogener Schwamm, dein geistlos nachgeäfftes Wissen deiner Lehrer, deiner Erzieher und deiner geistigen Vorbilder, die natürlich auch nur von dir ausgedacht werden. Und jetzt wirst du irgendwann einmal die Kausalität umdrehen müssen. Das ist mein Klingelingeling-Beispiel, dass du erkennst, dass du die Ursache bist für deine Gedanken und nicht irgendeine Gedanke eine Ursache ist für dich Geist. Was heißt das? Ich sage, den Geist symbolisiere mal 200 Gramm rote Gnede und die Gnede ist ein nicht denkbares Nichts, bis sie Unterschiede an der Oberfläche macht, dann kriegt sie eine Form, dann kann sie ja Brezel sein, dann kann sie ja Tasse sein, was du halt denkst. Das ist deine Information, aber 200 Gramm rote Gnede ist nichts, der Geist ist nichts und all diese Formen, die er annimmt, ohne dass er sich dabei selbst verändert. Und was ein Materialist und ein religiöser Mensch macht, dass er eine Form, einen Gedanken setzt, dass Gnede da ist. Und ich sage, es muss Gnede da sein, dass eine Form gebildet werden kann. Genau. Anders, noch einfacher ausgedrückt. Weil Wellen da sind, gibt es ein Meer. Ja. Ich sage, es muss das Meer da sein, dass Wellen da sind. Aber jetzt bin ich einseitig, merkst du das? Beide Seiten. Ein Meer, das keine Wellen aufmacht, ist nichts. Weil du ja nur die Oberfläche siehst. Das heißt jetzt wie die Unterschiede an der Oberfläche. Wären keine Unterschiede da, wäre das ein kristallklarer Spiegel.
Aber was ist der Spiegel als Ding an sich, wenn nichts vorm Spiegel oder hinterm Spiegel ist? Das ist, wo ich schon drauf angesprochen habe. Der Rai, hebräisch für Spiegel, R-A-I, rot gelesener Kopf des Schöpfergottes, ist dieser Spiegel in der Mitte, das absolut, der absolute Mittelpunkt. Und wenn was vorm ist, ist was hinterm Spiegel. Aber es können nur beide gleichzeitig auftreten. Es kann nicht was bloß im Spiegel sein und es kann nichts vorm Spiegel sein. Dasselbe gilt für die Wellen, die Unterschiede. Wenn wir die Unterschiede, das ist das vorm, hinterm Spiegel, diese Unterschiede wegmachen, ist dieser Spiegel ein absolutes Nichts. Ja. Und jetzt haben wir in unseren Kamera Obscura, haben wir Hüben 3 und Drüben 3. Das ist natürlich jetzt vorstellungstechnisch ein wenig komplex wird für einen materialistischen Denker, wo ich sage, dieses sogenannte Katzenauge, diese drei These, Antithese, Synthese, Spiegel, diese Ecke, wenn da davor was ist, wird es auf den Kopf gestellt und spiegelverkehrt. Wenn ich jetzt aber drei und drei gegenüberstelle, habe ich zweimal auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt und dann negiert sich diese, wird es zu einer Information in dem Punkt, der nichts ist. Was ist ein träumender Geist als Ding an sich, ein nicht denkbares Nichts? Und was ist dann die Traumwelt, die er lebt? Die ist auch nichts, aber das ist das Nichts und das Alles. Das ist auch so eine Spiegelung. Aber das musst du jetzt nicht unbedingt verstehen. Und der Bobbe ist auch so voller Fehler. Da gibt es auch, wenn man zurückgeht, 10, 15 Jahre jetzt als Adresse, wo jemand jetzt aus den geistigen Archiven herausgeholt, bin ich lang und breit darauf eingegangen. Ich fürchte, da hat er recht. Ja. Also es wird morgen nichts passieren. Was passiert, passiert jetzt in dem Moment, wo ich es denke oder als sinnlich wahrgenommene Information damit konfrontiert wird. Und alles, was ich mir in die Vergangenheit denke, denke ich auch jetzt. Punkt. Hundertprozentig sicher. Ich sage jetzt bloß wieder, versuche mal in 2 Minuten ein Glas Wasser zu trinken. Ich wette mit dir 5 Milliarden Euro, dass du das nicht kannst. Das ist hundertprozentig sicher. Ich werde dir beweisen, dass wenn du es tust, tust du es jetzt. Natürlich kannst du dir das jetzt in die Zukunft denken, den Vorgang. Aber passieren kann er nur jetzt, weil alles jetzt ist. Viel wichtiger noch, jede formulierte Wahrheit ist nur ein winzigster Ausschnitt aus dem großen Ganzen. Und egal wie wahr dieser Ausschnitt ist, schon die Auswahl des Ausschnitts ist... Wir sind bei unseren Perspektiven, magst du das? Mhm. Hey, das ist ja ein richtig weiser Mensch. Subjektiv. Es gibt keine objektive Wahrheit. Es gibt keine Perspektive, die das heilige Ganze darstellen würde. Ja. Es gibt keine Perspektive, da dass sie die sämtlichen Perspektiven gleichzeitig darstellen kann. Oder machen wir wieder unsere Kollektion der Küche. Es gibt keinen Blickwinkel aus dem Zentrum der Küche heraus auf diese Peripherie, die wir Küche nennen, die ganze Küche darstellen kann. Wahrheit hat immer einen Standpunkt. Er ist immer hier und jetzt. Aber jetzt ist es, dass der Standpunkt, wenn wir unsere Radix-Horoskop machen, verbunden ist mit einem Blickwinkel aus dem Ganzen, wo ich zuerst die Hauptseite habe, die ich sehe, plus die Kehrseite, das Verkehrte, was die Rückseite ist, gespiegelt, plus dann viele, viele andere Perspektiven. Denk wieder ganz und nur an meinen Kegel, der entweder nur Kreis oder nur Dreieck ist oder viele, viele Wischiwaschi Zwischenstufen, die auch dann immer wieder gespiegelt andrehen. Das kann ich dir sogar im Einheitskreis oder im Farbkreis zeigen, dass dann auch das als Komplementärfarben darstellen kannst. Hallo, Wahrheit hat immer einen Standpunkt. Ja. Aber einen peripheren, das ist das große Problem. Die absolute Wahrheit, rot gelesen, ist das Zentrum. Du bist immer das Zentrum von dem, was du um dich herum ausdenkst. Kann ich dir jederzeit beweisen, egal was du jetzt um dich herum denkst, dein Schädel, dein Wohnzimmer. Aber was für einen Standpunkt hast du, wenn du jetzt dir die Küche, jetzt stellst du dir meinetwegen, wenn du im Wohnzimmer bist, die Küche vor. Das heißt, du denkst dich in eine Kiste rein, schau bitte auf das kleine Bild, du denkst dich, zuerst einmal denkst du dir dein Wohnzimmer aus und dann denkst du dich in dieses Zimmer rein. Und jetzt, wenn du an deine Küche denkst, denkst du neben diese ausgedachte Kiste, die du dir vorstellst, eine zweite Kiste, die Küche, das Schlafzimmer, den Grundriss jetzt aufgebaut, vorgestellt. Das ist periphere Wahrheit. Das ist der Kegel oder die Tasse, die ich hinstelle, die ich mir vorstelle, dann kann ich Perspektiven machen. Wir haben aber auch noch die gespiegelten, zuerst einmal gibt es 8 Perspektiven, die gespiegelten 8, dass ich mich ins Zentrum setze. Und du bist immer das Zentrum von dem, was du dir ausdenkst, egal wie du das benennst. Wohnzimmer, Küche, Leipzig, Weißenburg,
Du kannst es drehen und wenden. Es ist ein vor dir, ein hinter dir, ein über dir, ein unter dir, ein rechts und ein links. Und mir wurde ja jetzt beispielsweise vorgeworfen, ich hätte die Unwahrheit über das Robert-Koch-Institut gesagt. Ich muss dazu sagen, das war im April, glaube ich. Und bei Corona veränderte sich die Wahrheit damals ja quasi stündlich. Und ich glaube, ich habe mich als Comedian in der Tat auch nicht ganz präzise ausgedrückt. Ich habe das RKI kritisiert. Damals, die würden die Todesrate bei Corona... RKI ist übrigens die Berechnung einer KI, einer künstlichen Intelligenz. ...aufs Komma genau angeben. Und das ginge gar nicht, habe ich gesagt, weil man ja gar nicht weiß, wie viele erkrankt sind. Und solange man nicht weiß, wie viele krank sind, weiß man auch nicht... Kann dir auch wissenschaftliche Abhandlungen zeigen, wo der Erdumfang auf den Meter genau angegeben wird. Jetzt könnte ich wieder verweisen auf den ersten Fliegenstall-Vortrag mit den Pyramidenmaßen, die drei Stellen nach dem Komma genau die Pyramiden angeblich vermessen haben. Es ist so, und du plapperst alles nach, weil das suggeriert Genauigkeit. Wie haben die das gemacht? Geht doch gar nicht. Wie viele der Kranken sterben. Das stimmt im Übrigen. Da tappen wir auch heute noch im Dunkeln. Aber, oioioi, dann kam der Faktencheck. Fakten? Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, und das ist erst einmal ein kollektives Eck, wo du reinschaust. Da kommen wir jetzt wieder in unsere Spiegelungen rein, mit Gegenteil, mit Spiegelung, Überspiegelung. Das könnte ich jetzt, wenn wir Zahlen einsetzen, zeigen, das sind physikalische Formeln. Und in der Tat, das RKI hatte nur angegeben, wie viele der bekannten Infizierten sterben, also der bekannten Infizierten. Die Falschsterblichkeit hatten die angegeben. Und die könnte man sehr wohl ausrechnen. Und das stimmt auch. Ja, faktisch wurde aber im ganzen Land darüber diskutiert, wie viele aller Erkrankten sterben. Und die RKI-Zahlen wurden dafür benutzt. Und da habe ich meine Kritik in der Tat unpräzise ausgedrückt. Aber das hatte auch keiner begriffen, den Unterschied. Verstehen Sie? Und wenn ich das alles auch noch erkläre, ich bin ja... noch heute begreifen die wenigsten, dass wir unweigerlich steigende Fallzahlen haben, wenn mehr getestet wird. Dass also die steigenden Infektionsraten zumindest auch daran liegen, dass mehr getestet wird. Meine Selbsterfüllende Prophezeiungen. Wüsste man es überhaupt nicht, wer rein jetzt rückwirkend, ich betone nochmal, was die Sterbezahlen anbelangt, wäre es ein relativ untersterbliches Jahr. Es wird alles weggewischt. Für dich wird das sein, wo du dich drauf fokussierst. Presse ist das kompliziert. Ne? In der Tat, das hätte ich im April bereits so explizit ausführen können, wenn ich einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hätte. Aber ich habe einen pointierten Text zur Lage der Nation gesprochen. Und der ging darüber, dass man als Laie von den ganzen sich widersprechenden Experten ganz schön verwirrt wird. Ne? Und das stimmte auch. Ja? Das weiß ich genau, weil ich war Laie. Und ich war verwirrt damals. Ne? Das kam im Faktencheck aber nicht mehr vor. Ne? Und da merkt man plötzlich, was das heißt. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ne? Aber der Faktenchecker, das ist der Unterschied, der behauptet, er hat die richtige. Er meint die Kleine jetzt. Also wie gesagt, er meint die Kleine. Und das ist eigentlich hier das Suffisante dabei, dass... bei Holofeeling geht es nicht um richtig und verkehrt, es geht nicht um Diskussionen, es geht erst einmal darum, wer denkt sich das aus und warum denkt er sich das aus, was er sich ausdenkt, warum glaubst du das, was du glaubst? Kannst du es beschwören? Ich betone immer wieder, ich beweise dir, dass 99,9% von dem Zeug, das du de facto hier und jetzt ausgedacht in deiner Vergangenheit als hundertprozentig sicher und bewiesen angesehen hast, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Prinzipbedingt. Wie willst du überprüfen, ob ein Jesus gegeben hat oder nicht gegeben hat in der Vergangenheit? Er existiert jetzt, wenn du ihn denkst. Ob der gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt. Es ist eine einseitige Meinung aus dem Buch heraus, aus dem Buch heraus. Ob dein Körper existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Oder ob deine Augen existieren. Wie willst du das überprüfen, ob deine Augen und dein Gehirn existieren, wenn du nicht dran denkst? Wenn du an was nicht denkst, existiert es für dich Geist nicht. Es ist da in deiner Einheit, im Internet. Aber die Welle kannst du erst als Welle wahrnehmen, wenn sie in dir auftaucht. Aber wenn eine Welle auftaucht, taucht ihr so auf. Und dann schaust du nur eine Seite an.
Ist es jetzt die ganze Zeit hell oder dunkel gewesen? Ich behaupte weder noch. Hast du geatmet? Hast du jetzt die ganze Zeit geatmet? Das ist Atmen. Und sobald du dir jetzt das denkst, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus, jetzt atme ich, jetzt, ich könnte es immer so, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus, jetzt atme ich ein, jetzt atme ich aus, das ist das Spiel. Aber das wieder ganzheitlich im Jetzt gesehen, habe ich genügend Beispiele, dass der Widerspruch gleichzeitig ist. Es gab mal was Ähnliches während der Stickoxid-Debatte. Sehr interessant. Haben Sie noch Zeit? Boah, ich brauche heute ein bisschen länger. Ja. Damals habe ich mich über den Stickoxidausstoß einer Kerze lustig gemacht, was natürlich der Kerze gegenüber unfair ist. Die kann ja nichts dafür. Nein. Egal. Und da haben die Faktenchecker sich... Das ist übrigens sehr tief. Das klingt jetzt wie ein kleiner Witz. Ja. Kann eine Kerze ein flackerndes Licht? Ja. Nur. Übrigens nebenbei, das hebräische Wort für Kerze ist nur. Zwar ohne H. Der ist eine flackernde Kerze. Das ist jetzt ein flackerndes Licht, das ich angehalten habe. Es sind flackernde Lichter. Kann die was dafür, dass sie Stickoxid ausstößt? Ja, die kann das, die wird das machen, was ich mir denke. Stößt eigentlich eine Kerze, wenn ich mir jetzt denke, ich hätte das Wissen eines Menschen im Mittelalter, der hier sich abends hinsetzt in seinem Wohnzimmer und eine Kerze anzündet, dass er ein bisschen Licht hat, wusste der damals, dass die Kerze Stickoxid sich ausstößt, oder ist das nur Wissen, neues Wissen von der Wissenschaft, neues entdecktes Wissen? Was entdeckst du da eigentlich? Ich habe einen Satz aus meinem Bühnenprogramm so herausgeschnitten, als hätte ich einen wissenschaftlichen Vortrag über Stickoxid und Kerzen gehalten. Das war so gar nicht der Fall, weil eigentlich wollte ich nur pointiert herausstellen, dass viele... Punktförmig herausstellen. Kann man aus einem Punkt herausstellen, was sich alles in dem Punkt befindet? Ja. Glauben, dass uns der Diesel schon morgen an der Ampel umbringt. Dass das aber vielleicht vom Erregungsfaktor her etwas übertrieben war, weil bereits eine Kerze große Mengen Stickoxid ausstößt. Es war Advent damals. Nicht? Und dass wir vielleicht die ganze Diskussion über Stickoxid etwas versachlichen können. Nicht? Das war alles, was ich gesagt habe. Weil wir nicht gleich tot umfallen werden. Ja? Und es hat gestimmt. Ich lebe noch, Sie auch. Offensichtlich, hoffe ich zumindest. Weil wir alle wegen Stickoxid zwar Lebenszeit verlieren, aber doch so wenig, dass ich fürchte, mehr Menschen als am Stickoxid werden sterben, wenn uns nicht mehr der Diesel ins Krankenhaus bringt, sondern ein Lastenfahrrad. Und ich habe deshalb angeregt, bevor wir in hysterischer Hektik unsere Automobilindustrie oder Automobilindustrie zerstören, was wir indessen übrigens fast geschafft haben, sollten wir vielleicht erst noch mal abwägen, weil Abwägen beim Handeln hilft und weil es auf drei das Wochen... Das Abwägen ist aber schon wieder das Problem und da lasse ich das jetzt gut sein. Das Abwägen ist schon wieder das Ziel einer Einseitigkeit. Ja. Das ist genau. Gleichzeitig das Grad. Du wirst irgendwann einmal wird dir dieses Prinzip bewusst werden. Ich weiß sogar, wenn das passieren wird, jetzt. Es wird nie passieren, solange du glaubst, das begreife ich irgendwann einmal in der Zukunft. Ja. Das ist das BG Reifen, heißt schon, das steckt in dem Reifen, steckt schon mit drin. Auch der Vorgang des Reifens ist des Wachsens. Geistig reifer werden ist ein bis du zu verstehen anfängst. Und da alles jetzt ist, das ganze Bücherregal mit den ganzen Geschichten, das Mittelalter kann bloß jetzt sein und die Science-Fiction-Zukunft, wo ich sage, wo du vielleicht ein Captain in einem Raumschiff bist im Jahr 2006, kann auch bloß jetzt sein, weil chronologische Zeit ist so trügerisch. Und die Einseitigkeiten und das Nachgeäffe. Und das Schöne ist jetzt die wirkliche Freiheit, wenn du das langsam zu verstehen anfängst, dass das, was ich dir erkläre mit Holofeeling, was du dir selbst erklärst, weil das jetzt ja ein Selbstgespräch ist, schon die Tatsache, dass du ein träumender Geist bist und hier und jetzt in diesem Augenblick letztendlich nur deine eigenen Informationen beobachtest, die aus dir kommen, was hundertprozentig sicher ist, wenn du jetzt träumst. Und nicht von irgendwo da außen, weil du anfängst, das erste und das zweite Gebot zu halten. Weil du dich nicht mehr zu irgendeinem existierenden Gedanken von dir erniedrigst. Wenn du an dich denkst, denkst du an ein Dir, du erniedrigst dich. Und weil du verstehst, dass du unzerstörbar bist.
in deiner Zerstörung, wenn du zum Träumen anfängst. Das Meer wird, die spiegelglatte Oberfläche, sprich das Rei, das Nichts, wird zerstört in dem Moment, wo es Wellen aufschmeißt. Dazu brauchen wir einen Wind, jetzt haben wir den Ruach. Und die Symbolik wird natürlich jetzt physikalisch, wenn wir wissen, dass das vier Weltgegenden sind, dass da im Zentrum der Geist sitzt, dass ich jetzt nicht mehr dieses 1, 4 außenrum, sondern hier 1 ist alles und die 4 sind dann innen, die 1 durch 4, der Kehrwert, 1 das Uni, das ständig in einem Versum, in einen in 1 gekehrt, alles, was du dir ausdenkst, jetzt haben wir wieder die Vorsilbe End. End. Und dass das in plötzlich, wieso ist das eine Verneinung und innen? Eine Verneinung. Achte auf meine Worte. Eine Verneinung ist auch eine Verneinung. Ach ja. Das ist die Vorsilbe End. Und, das ist ein vollkommen neuer Zustand, das ist Bewusstsein. Das kann man ganz einfach ausdrücken und bei Holofeeling ist es halt, wir lassen halt diese unendliche Vielfalt nicht weg. Ich sage, das muss man nicht wissen, es reicht, wenn du weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Und immer wieder sich selbst der in der Selbstbeobachtung, ich selbst, rot geschrieben, beobachte mich selbst, blau gelesen, und immer dran denken, wir haben ein rot gelesenes Selbst, das ist rot, ist nicht denkbar, immer. Und blau gelesen, ich selbst, ist das Gleiche, die Gleichen. Dieselben ausgedachten Menschen sind Gleichen, die gleichen Menschen. Aber gleich heißt, dass das nur oberflächlich betrachtet dasselbe ist. Es ist immer dieselbe 200 Gramm rote Gnede. Es ist im Meer, immer, ewig. Derselbe Geist, der träumt, der vom Bücherregal. Und in dem Moment, wo du mit einem blauen Ich, mit einem logischen Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm, das ist auch der Computer, nenne ich das. Sobald du mit einem speziellen blauen Ich, mit einem Konstrukt, wäre Bilder, ständige Wechsel in dir aufschmeißt und immer wenn du jetzt an dich selbst blau gelesen denkst, denkst du immer an den G-leichen Körper, obwohl der nur oberflächlich betrachtet der gleiche Körper ist, weil sobald du jetzt das Zeitfenster aufschiebst, wirst du feststellen, hey, der hat sich ja verändert. Was du aber jetzt innerhalb einer kurzen Zeitfenster überhaupt nicht mitkriegst, weil du meinst, du bist der, der morgen aufsteht, ist derselbe wie der, der abends ins Bett geht. Das ist er eben nicht, das ist der gleiche, es ist eine Gehirnleiche. Und ich garantiere dir selbst mit einer Logik, jedes Mal, wenn du auftauchst, werde ich dir beweisen, jetzt natürlich als logisches Konstrukt, dass das, was abends ins Bett geht, 24, 12 Stunden später, dass da die Haare, kann ich sagen, sind, jetzt kann ich ja nachlesen, wie viel Mikrometer oder Nanometer oder Millimeter die Haare wachsen in 12 Stunden, also sind die Haare länger, du hast Hautschuppen verloren, du bist vom Gewicht. Du hast, je nachdem, du wirst merken, es ist nur ein oberflächliches Konstrukt, ist selbe. Es ist eigentlich immer nur das Gleiche. Die gleichen, die geistigen Leichen, die du dir ausdenkst, es ist nur immer derselbe Geist, der sich's ausdenkt. Das ist das E-Quadrat-S. Es. Oder er. Ich mache immer das E-Quadrat, das bin ich und du. Und wir sind eins. Der Unterschied zwischen uns liegt, dass ich nur schaue, ohne zu werden, und du erlebst was, was genau genommen aber dann doch ich erlebe. Das auch wieder erlebt, ein Geist, der was erlebt und einer, der nichts erlebt. Es ist wie die Lampe im Projektor, die nicht flackert und die Lampen auf der Leinwand, die ständig sich verändern. Die gibt es nicht ohne die, das ist eine Spiegelung. Jetzt lassen wir es gut sein. Das ist jetzt mal länger, ich sage jetzt immer wieder, kann man sich anhören, kann man sich nicht anhören. Ist vollkommen gleichgültig, abgesehen davon, wenn du jetzt diesen Punkt erreicht hast, hast du dir das Bereich angehört. Jetzt kannst du sagen, wenn du clever bist, nee, das ist ja wieder nur eine einseitige Ansage. Ich kann ja das Video einschalten und dann gleich an den Schluss hinspringen und schauen, ob es Neues bringt. Das ist halt das Schöne mit dem Vorspulen, geht nicht. Man kann das zwar gedanklich, ich sage, das Lebensbuch, das du liest, du kannst zurückblättern. Aber du musst es wirklich hier nach vorne durchrastern und wenn du meinst, du kannst was abkürzen, überspringst du Seiten, die dir dann in deinem Wissen fällen.
Das heißt, du wirst das Buch erst dann ins Bücherregal zurückschieben, wenn du das durchschaut hast. Das heißt, wenn du dieses Leben durchschaut hast. Und es ist ein Führerscheinprüfungsbogenleben. Das heißt, du musst in der Theorie die ganzen Fehler erkennen und ankreuzen, ohne die vernichten zu wollen oder dich darüber aufzuregen. Das fehlende Vervollkommnen. Darum ist es eine grobe Metapher mit dem Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Du wirst feststellen, sobald du dich in dein Gesichtsfeld rein fokussierst, fällt schon wieder was. Genau. Jetzt könnte ich wieder sagen, wo war jetzt die ganze, ich behaupte jetzt einmal, dass die meiste Zeit, während du jetzt das Video angeschaut hast, war vor dir ein Computermonitor und eine Tastatur. Bei den meisten nichts. Hast du die Tastatur gesehen die ganze Zeit, obwohl sie vor deinen Augen war? Du hast selbst in deinem Gesichtsfeld einen relativ kleinen Bereich anfokussiert. Du hast ja die meiste Zeit hier den kleinen Udo nicht unten gesehen in der Ecke, der da unten war, während hier die Videos gelaufen sind. Du kannst dich, dann musst du dich runterfokussieren. Bei uns ist da oben der Udo. War da oben, hängt wieder übrigens auch von einem Programm ab, das wird teilweise unterschiedlich dargestellt, auch glaube ich, kann auch bei, ist ja was. Bei der Aufzeichnung ist es oben und beim Abspielen ist dann unten. Hängt vom Programm und vom Wiedergabesystem ab. Du merkst schon wieder eine immer Vielseitigkeit. Sich auf eins festzulegen, ist extrem trügerisch. Und jetzt kommt, du wirst irgendwann einmal, und das ist jetzt im Negativen, richtig jetzt bewusst mit Anführungszeichen negativ reagieren auf einseitige Rechthaber. Du wirst das gar nicht mehr hören wollen. Du kriegst so eine feine Antenne, wenn wieder einer mit aller Gewalt meint, er hat Recht und alle anderen sind Idioten. Und da kann ich jetzt, das klingt ja, wenn du sehr oberflächlich hinhörst, bei den Ohrenbohrungen genauso. Aber die haben nie genau zugehört, dass die Botschaft bei den Ohrenbohrungen ist letztendlich, dass jeder Recht hat. So habe ich das Selbstgespräch begonnen. Das heißt, wenn das an der Vorwurf, der hat noch nie zugehört. Das sind immer so die ersten Seiten hier auf der Holofeeling-Seite. Dass da so Vorurteile mitschwingen, die dich so dich Geist so unendlich blind machen, und jetzt mach dir mal bewusst, in welchen einseitigen Vorurteilen du drin hängst. Und jetzt zum Abschluss meine Lieblingswörter. Ich sag dir nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das in dir abstellst. Der Tod wird dich nicht erlösen, den du dir ausdenkst. Und selbst jetzt, ob du mir das glaubst oder nicht glaubst, ist mir scheißegal. Du bist in deinem Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat, und ich sage, die Türen sind offen. Ich habe dir die Tür aufgemacht mit Holofeeling. Das Problem, das ich durchaus weiß, ist, dass du nicht weißt, was passiert, wenn du rausgehst. Und ich kann dir aber eins dazu sagen, es wird was passieren, was du mit deiner jetzigen Logik nicht denken kannst. Es werden in dir Informationen auftauchen, Computermetapher, es werden in dir Informationen auftauchen, die mit deinem jetzigen Programm nicht darstellbar sind. Du musst mir deinen jetzigen Glauben, deinen Intellekt opfern, dein Haar opfern, und dann kriegst du von mir eine höherwertige Logik, und dann baut sich Bilder auf, die du mit dem Haar alleine nicht darstellen kannst, weil das Wort Haar kann prinzipiell das Bild Haus, was ja noch kein Bild ist, ein Komplex, wird er das Wort nicht abbilden. Weil ein Wort eben aus mehreren Buchstaben besteht, wie aus einem einzigen. Und dann werden wir das Spiel von vorne beginnen. Dann wirst du wieder eine Welt leben, die für dich momentan nicht vorstellbar ist. Was weiß ein Embryo im 9. Schwangerschaftsmonat in der Matrix von der Welt, in die er hineingeboren wird, wenn er aus der Matrix herausgeht? Und du bist zurzeit in der Matrix. Und wahrlich, ich sage dir, wenn du bist Nikodemus, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes, Reichet, nicht betreten. Jetzt könnte ich wieder sagen, du bist eh schon mittendrin, aber in einem peripheren Bereich, in das innerste Zentrum. Und dazu musst du begreifen, Nikodemus, solange du glaubst, Johannes Offenbarung, dass du aus einem Weib, aus einer vergänglichen Frau herausgeboren wurdest, aus Fleisch geboren wurdest, wirst du das nicht betreten. Wisse, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst. Elayom. Elayom ist Geist, das ist unser rotes Wasser. Und der Wind, der Ruach weht, keiner weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Und wenn du das weißt, dass der du jetzt zu sein glaubst, an den du denkst,
in dessen Kopf du dich jetzt befindest, wenn du um dich herum an Kopf denkst, dass der aus dir entspringt, sobald du dir diese Mauern um dich herum denkst, wenn du die Augen zumachst, und wieder in dich hinein implodiert, wenn du es nicht denkst, und dass die Zimmerwände um dich herum in dem Moment aus dir herausspringen und wieder in dich hineinfallen, wenn du es nicht denkst, dann hast du diese Metaphern und die Metaphern der Vakuumfluktuation in der Quantenmechanik verstanden. Und das lassen wir jetzt gut sein. Jetzt sind es genau 2 Stunden gewesen. 2:1 Aufzeichnung. Und nee, der hat umgeschalten. Udo, oder wir haben ich jetzt gespannt, er hat, glaube ich, einen zweiten Teil gemacht. 3 Stunden. Bitte? Über 3 Stunden haben wir. Ja, aber meine Aufzeichnung ist jetzt runtergesprungen. Bei mir an der Anzeige auf 2:18. Siehst du, ich habe mich jetzt offensichtlich selbst, auf meiner Anzeige steht jetzt 2:23. Ich habe die 3 gesehen, jetzt bin ich gespannt, als Brösel-Uder, wenn wir das jetzt anschauen, ob er das am Stück lassen hat oder ob er das... Ja, aber das jetzt lassen wir es gut sein. Bei mir ist er auf 0 gesetzt. Ich habe offensichtlich auf 0 gesetzt. Dankeschön. Danke. Bis gleich. Tschüss.